Analyse. Jetzt ist es an. So, schönen guten Abend. Das Mikrofon funktioniert wunderbar. Ja, wir freuen uns sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen in so großer Anzahl. Viele sind der Einladung gefolgt. Ich sehe, es ist fachkundiges Publikum dabei. Da können wir uns auf eine spannende Diskussion freuen, auch mit Beiträgen von Ihnen und auf anregende Gespräche dann beim gemütlichen Ausklang. Die Bücher, haben Sie gesehen, sind dort aufgebaut. Da kann sich jeder eines mitnehmen. Ich werde jetzt kurz den Ablauf skizzieren. Als erstes wird hier Martin Delius sprechen. Ich glaube, dazu brauche ich nicht viel zu sagen. Martin Delius ist Mitglied der Piratenfraktion und Vorsitzender des Untersuchungsausschusses BER. Er wird eben zur Arbeit in eben jenem Untersuchungsausschuss sprechen und über die Erstellung des Zwischenberichts, den Sie teilweise schon in den Händen halten, sprechen. Danach kommt Benedikt Ugarte. Herr Ugarte ist Referent und die rechte Hand von Martin Delius, was den BER-Untersuchungsausschuss angeht. Er hat sich schon viel mit Berliner Skandalen beschäftigt. Seine Promotion war nämlich zum Berliner Bankenskandal. Damit ist er quasi prädestiniert für diese Referentenstelle. Und er wird zu den bisherigen Ergebnissen des Untersuchungsausschusses sprechen und eine fachliche Bewertung vornehmen. Danach gibt es ein enges Zeitfenster für Fragen zum Buch. Da möchten wir Sie bitten zu beachten, dass es wirklich nur um direkte Rückfragen geht. Es ist noch nicht die eigentliche Diskussionsrunde, die kommt zum Schluss. Also wenn Sie Verständnisfragen haben, haben die dort ihren Platz. Abgerundet wird die Vortragsrunde dann wiederum von Martin Delius. Der beschließt dann den Vortragsteil mit einer Auseinandersetzung über den weiteren Umgang der Politik mit dem Projekt BER und möglichen Ideen, Alternativen, Spinnereien, die vielleicht doch nicht so verrückt sind wie die Realität dieser anscheinend nie enden wollenden Finanzverbrauchsgeschichte. Und danach sind Sie dann dran, bevor es dann zum gemütlichen Ausklang geht. Ja, vielen Dank. Du hast vergessen zu sagen, wer du bist. Ann-Kathrin Ruhuse, unsere Pressereferentin. Ich finde, sie hat nochmal einen Applaus verdient für die Einleitung. So, ja. An mir liegt es dann auch nochmal ein paar begrüßende Worte zu sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist ja doch voller geworden, als ich eigentlich dachte. Ursprünglich wollten wir auch einen kleineren Raum haben. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht erreicht haben, sondern einen größeren nehmen mussten. Dann ist auch genug Platz für alle. Wir haben, was mich besonders freut, ist, hier Mitstreiterinnen und Mitstreiter begrüßen zu können, die auch seit irgendwie ich angefangen habe, mich mit dem Projekt zu beschäftigen, dabei sind und in Dialog mit uns getreten sind und aber schon viel länger sich mit dem Ganzen auseinandersetzen, ungefähr so lange wie auch der Inhalt des Buches zurückreicht, also auch gerade an die Bürgerinitiativen, die hier da sind und vertreten sind. Vielen Dank, Ferdi Breitbach nochmal namentlich, auch Dankeschön für das Vorwort und die Unterstützung von Seiten der Bürgerinitiativen. Ich freue mich außerdem ganz besonders unsere stellvertretende Bundesvorsitzende der Piratenpartei hier begrüßen zu dürfen, Caroline, ja, ne? Du sagst mal nur Caro, Mahn-Gauseweg. Caro, danke schön, dass du da bist. Das ist sehr schön. Wir haben auch, was mich ebenso besonders freut, fachkundiges Publikum von Air Berlin hier. Ich denke, im Anschluss an die Veranstaltung gibt es da noch ganz interessante Diskussionen. Da bin ich ganz gespannt drauf. Von der FBB habe ich noch niemanden hier gesehen. Woran es liegt, weiß ich nicht. Mal gucken. Das wird ja gestreamt. Dann wird man das ja noch hinterher auswerten können. Wir stellen heute unseren Zwischenbericht zu den Untersuchungen des Untersuchungsausschusses BER vor. Der Bericht heißt Untenbleiben, in Anlehnung an das Motto einer Protestbewegung gegen ein anderes großes, vermurkstes Projekt in Deutschland, ein bisschen weiter im Süden gelegen. Eigentlich hätte der Bericht heißen müssen, das muss ich vorlesen, Sie merken, kann ich es mir nicht, Zwischenbericht zum ersten Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses in der 17. Wahlperiode zur Aufklärung der Ursachen, Konsequenzen und Verantwortung für die Kosten- und Terminüberschreitungen des im Bau befindlichen Flughafens
BER, oder nee, Entschuldigung, Flughafens Berlin-Brandenburg Willy Brandt, in Klammern BER der Berliner Piratenfraktion. Das wäre der richtige Titel gewesen. Wir fanden, unten bleiben eingängiger. Ich hoffe, Sie verzeihen die kleine Polemik dahinter. Wir alle wurden von der Verschiebung des Eröffnungstermins 2012 überrascht. Manche mehr, manche weniger, ich auf jeden Fall. Für mich war es der Zeitpunkt, sich mit dem Projekt auseinanderzusetzen, mehr als ich das in der Vergangenheit davor getan habe. Für mich war die Chefsache zu einem Problem für uns alle geworden. Und so kam es dann auch, dass die Chefs reagiert haben. Ich weiß nicht, ob das noch in Erinnerung ist. Es wurden quasi die Tore der Senatskanzlei geöffnet und man durfte sich die Akten des Aufsichtsrates angucken. Allerdings nicht jeder. Es durften nur Parlamentarier, es durften auch nicht Mitarbeiter von Parlamentariern oder von Fraktionen. Man durfte dann auch keine Notizen machen. Bevor man reingehen durfte, musste man eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Also man durfte auch nicht darüber reden, was man dort gesehen hat. Und dann wurde man in einen Raum geführt, in dem man dann auch überwacht wurde von den beiden Mitarbeitern der Senatskanzlei, die sich um den Flughafen kümmern seit Jahren. Und dann wurden einem Akten nach Zuruf vorgelegt. Protokolle von Aufsichtsratssitzungen, vorbereitendes Gutachten und so weiter. Stapel um Stapel um Stapel um Stapel. Interessant daran noch, man hat natürlich sehr schwer einen Termin bekommen, denn die beiden Mitarbeiter waren nicht extra dafür abgestellt. Nein, das waren tatsächlich die Mitarbeiter, die sich auch sonst um den Flughafen und den Aufsichtsratsvorsitzenden Wovereit gekümmert haben. Die hatten anderes zu tun, die konnten natürlich nicht jederzeit da sein. Also das war dann die Aufklärung von Seiten der Senatskanzlei. Wir waren dann als Piratenfraktion auch ziemlich früh dabei. Ziemlich früh hieß in 2012 der letzte Tag, das war der Termin, den wir bekommen haben, vor der Parlamentspause, vor den Parlamentsferien. Das war ein Freitag. Kollege Höfinghoff war dabei, haben dann auch nicht schlecht gestaunt, wie das ablief. Während wir da drin saßen und Akten wälzten, stellten sich auf die Treppe des Roten Rathauses, also nicht weit entfernt von uns, Ramona Popp und Andreas Otto von den Grünen und sagten, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Damit war das Thema eigentlich schon gegessen, möchte man meinen. So einfach war es dann doch nicht. Während der Parlamentspause musste dann die eigentliche Arbeit in Vorbereitung zum Untersuchungsausschuss getan werden. Mein Eindruck, ganz persönlich, möchte da niemanden angreifen, war, dass die hauptsächlich von den Piratinnen und Piraten und den Bürgerinitiativen getan wurde. Die anderen waren nämlich großteils nicht anwesend, sondern im Urlaub. So. Was wir gemacht haben, ist, über die Ferien unter unserer Federführung Gesprächsrunden zu machen, die Partei, unsere Partei über die Online-Tools, die wir haben, über Liquid Feedback intensiv einzubinden, ganz viele Fragen zu stellen, aufzunehmen, die auch weiterzugeben, die abstimmen zu lassen. So ist dann unter intensiver Beteiligung von ganz vielen ein Textvorschlag der Piraten entstanden, der auch großteils übernommen wurde in den eigentlichen Auftrag des Untersuchungsausschusses. Das erklärt sich auch, warum so viel da drin steht, so viele Fragen dort drin aufgenommen worden sind, von denen hinterher ganz viele behauptet haben, es wäre unnötig. Da müsste man sich nicht mit beschäftigen. Ist so eh schon alles aufgeklärt, ist so alles gar kein Problem. Das Baufeld Ost haben wir lange hinter uns. Wir haben irgendwie die Standortentscheidung, da kann man eh nichts mehr dran ändern. Das haben wir da alles mit reingebracht, nicht weil wir dachten, na, wir machen mal einen möglichst großen Untersuchungsauftrag. Nein, weil die Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, das sind die Fragen, die uns interessieren. Der Untersuchungszeitraum ist dann auch mindestens seit dem Jahr 1994 angegangen worden. Also wir können uns vorstellen, von 94 bis 2014, das ist ein ordentlicher Zeitraum. Und da setzt dann auch ungefähr der heute vorzustellende Bericht an. Was der Bericht vor allen Dingen zeigt, ist, dass wir damit richtig gelegen haben, mit unserer Idee, erstens die Leute zu fragen und zweitens dann diese Eingaben auch ernst zu nehmen. Die Frage der Privatisierung, die Frage der Planfeststellung, die Frage der Standortsuche, die Frage der davor stattgefunden habenden Skandale nochmal aufzunehmen und in einen großen Untersuchungsausschuss zu packen. Als dann im Oktober 2012 die erste Sitzung endlich beginnen konnte, wer das noch in Erinnerung hat, ich befrische das mal auf. Es gab dann leichte Abstimmungsschwierigkeiten im Abgeordnetenhaus. Die Koalition im Abgeordnetenhaus hat massiv gemauert gegen diesen Auftrag. Wieder die Argumente, er war zu weit, er wäre verfassungswidrig, er wäre nicht spezifisch genug. Der zukünftige Vorsitzende Delius müsse darauf achten, dass die Verfassung eingehalten würde.
Das haben die Koalitionäre geschrieben, was sehr witzig war, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewählt und ich hatte mir Sorgen gemacht, dass ich überhaupt gewählt werden würde. Haben dann die Sprecher der Koalition im Rechtsausschuss ganz klargestellt, brauchte ich mir dann keine Sorgen machen. Was ich mir gewünscht habe in der ersten Sitzung, das ging dann auch so ein bisschen durch die Presse, weil ich das mit einem lustigen Vorschlag verbunden habe, nämlich, dass sich alle mal in so einem Ausschuss hinsetzen, wo sie wollen und dass das auch wechselt und nicht nach Fraktionen geordnet ist. Was ich mir gewünscht habe, war, dass Koalitions- und Oppositionsgrenzen nicht mehr so eine große Rolle spielen in dem Ausschuss. Jetzt können gerade die erfahrenen Politiker, Ferdi schüttelt schon mit dem Kopf, können mir natürlich Leute vorwerfen, dass ich naiv war. Ich kann sagen, ich wurde eines Besseren belehrt. Die spielen natürlich eine Rolle und es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, sich an sachbezogenen Themen auseinanderzusetzen, sondern es wurde immer wieder gemauschelt, immer wieder gemauert, immer wieder um Mehrheiten von der einen Seite versucht zu ringen und von der anderen Seite auf Mehrheiten gepocht, die möglicherweise gar nicht sach- und themenbezogen waren. Um den Untersuchungsausschuss arbeitsfähig zu machen, braucht es dann Akten, viele Akten, die waren auch immer wieder Thema in der Presse. Die Presse schrieb dann irgendwas von 1200, 1300 Aktenordnern. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe sie nicht gezählt, ich habe das auch nicht verifiziert, es hat mich auch nicht interessiert. Ich war froh, dass wir so viele Akten und Unterlagen bekommen haben. Und wer den weiteren Verlauf seitdem kennt, der weiß, dass es mitunter auch nicht ganz so einfach ist, die Akten zu bekommen und dass man dann mal mit Nachdruck dahinterher sein muss, wie in dem Fall von GMP. Wo wir dann mit Beschluss des Untersuchungsausschusses und nach Beschluss des Landgerichtes mit der Kriminalpolizei in Hamburg und in Berlin einreiten mussten, um die ordentlichen Unterlagen zu bekommen, die uns zustehen. Leider sind aber nicht alle Akten sinnvoll, das wurde auch berichtet. Leider hat auch diese fraktionelle Ordnung in dem parlamentarischen Betrieb dazu geführt, dass wir ganz viele sinnlose Akten bekommen haben. Bürgerpost, die Sie meistens wahrscheinlich viele von Ihnen kennen, weil Sie sie selber geschrieben haben. Presseberichte, Kommentare dazu und solche Sachen, die uns an sich für den Auftrag gar nicht interessieren. So kommt die Aktenfülle zustande. Um das dann zu bewältigen, haben die Piraten 2013 einen neuen Schritt gewagt. Die Taz nannte es einen neuen Goldstandard in der Arbeit der Untersuchungsausschüsse. Wir haben mit Hilfe von dem Entwickler, der Holger Drees, der ist jetzt auch hier, melde ich mal, können Sie gerne nochmal besprechen. Ich stelle ihn einfach nachher nochmal neben mich und zeige auf ihn. Ja, bitte. Die Klatschenden wissen schon, worum es geht, um die Open-Source-Plattform BERWatch, die wir aufgesetzt haben, die bis heute noch dazu führt, dass die wichtigsten öffentlichen parlamentarischen Materialien, Personen und Ereignisse und den Projektstatus öffentlich dokumentiert werden kann und dass das Ganze auch mit Kommentaren und eigenen Verweisen versehen werden kann, was einfach eine neue Herangehensweise ist, was uns auch bei der Bewältigung sehr geholfen hat. Und ich kriege heute immer noch von Journalisten Anfragen bzw. Anrufe, die sagen, ich habe das gerade erst gesehen, das ist ja großartig, meine Güte, wie konnte ich nur ohne das arbeiten vorher? Der nächste Kampf gegen die parlamentarischen Windmühlen begann für uns, als wir mit der Idee kamen, einen Zwischenbericht, und darum geht es ja heute, einzubringen und zu erarbeiten im Ausschuss mit allen Fraktionen. Das war unser Wunsch, sodass wir zu einem Konsens kommen, dass das Ganze Gewicht bekommt in dem parlamentarischen Umgang und wir eben auch zum Beispiel bei der Koalition oder auch bei früheren Koalitionspartnern Eingeständnisse hervorbringen können. Das hat nicht funktioniert. Der offizielle Zwischenbericht des Ausschusses wurde von allen anderen Fraktionen mit der Begründung, es sei zu viel Arbeit, abgelehnt. Man sagte, das bringe eh nichts und es interessiert ja keinen. Was insbesondere bei den beteiligten Oppositionsfraktionen sehr interessant ist, weil der Zwischenbericht sich ja um gerade diese Phase der Frühgeschichte des BER handelt, die Oppositionsfraktionen ja gemeinsam in den Untersuchungsauftrag geschrieben haben. Die für uns, wie der Bericht zeigt, auch von immanenter Bedeutung sind. Also, was machen wir? Wir schreiben einen eigenen Zwischenbericht, haben wir uns gedacht, und seit im Prinzip vor der Sommerpause 2013 haben wir angefangen, eben diese Texte zu erarbeiten, die dann das hervorgebracht haben, was Sie heute sehen und was wir Ihnen heute vorstellen wollen. Dass eben nicht keinen interessiert, dass das eben nicht egal ist, zeigt allein schon die Beteiligung heute und ich bin darüber sehr glücklich, weil, dass Sie hier sind, zeigt, dass wir richtig gelegen haben. Der Untersuchungsausschuss ist nicht das einzige Betätigungsfeld der Fraktion, um dann nochmal einen Ausblick zu geben. Wir haben über 100 kleine Anfragen gestellt
zum Thema Flughafen, zum Thema Schall- und Lärmschutz, zum Thema Umweltverträglichkeit, zum Thema Tegel, zum Thema Wirtschaftlichkeit der Flughafengesellschaft, Wirtschaftlichkeit des Flughafens, wenn er dann mal offen ist, Kredite und so weiter und so fort. Die kann man auch alle auf BER-Watch begutachten oder im Paddock. Wir haben einen Antrag gestellt, in dem wir gefordert haben, den Neustart des BERs einzuleiten. Dieser Antrag hat einen besonderen Spin. Der Antrag enthält nämlich ausschließlich Inhalte, die zuvor auf einem Flyer der CDU-Fraktion bzw. der Partei, Entschuldigung, des Landesverbandes der CDU Berlin zu finden waren. Mit Zitaten und Begründungen und flammenden Worten von Senator und Parteichef Henkel. Dennoch wurde dieser Antrag abgelehnt. Wie sollte es auch anders sein? Ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag. So gilt das auch für Koalitionsverträge. Da kann dann die CDU im Abgeordnetenhaus auch nicht raus. Dann haben wir den Antrag gestellt, auch im Jahr 2013 den Kassensturz der Flughafengesellschaft zu machen. Wir wissen heute, wie wichtig das ist. Wir wissen, wahrscheinlich haben Sie es auch vorher schon gewusst, wir haben es uns vorher gedacht, sonst hätten wir den Antrag nicht gestellt. Wir wissen aber heute an Daten, an Fakten, an dem, was wir in den letzten Tagen auch über den RBB in der Presse lesen konnten und in der Abendschau sehen konnten, dass es immanent wichtig ist, einen Kassensturz bei dieser maroden Flughafengesellschaft zu machen. Warum ist die marode? Die ist marode, weil dieses Projekt so in den Sand gefahren wurde. Weil auch die erfolgreichen Flughäfen Schönefeld und Tegel nicht mehr das leisten können, was gebraucht wird, um die Flughafengesellschaft als Ganzes am Leben zu halten, weil öffentliche Zuschüsse notwendig sind, notwendig waren und notwendig sein werden. Wir haben zu guter Letzt, und das ist dann noch nicht geklärt, und wir versprechen uns davon auch noch ein bisschen mehr als von den Anträgen, weil, wie gesagt, gute parlamentarische Übung ist ja, dass die abgelehnt werden, eine große Anfrage gestellt mit über 40 Fragestellungen genau zu diesen Themen, zu der Finanzierung, der Kreditwürdigkeit der FBB. Die ist noch nicht beantwortet. Das mag man jetzt dem Senat nachsehen, aufgrund der verworrenen Lage. Wir haben sie uns schriftlich geben lassen wollen, was bedeutet, dass es keine Fristen gibt. Insofern können wir da jetzt nicht ran, wir warten einfach ab. Wichtig daran ist, dass man die nicht ablehnen kann. Die muss irgendwann beantwortet werden. Und irgendwann läuft auch die Frist für diese Anfrage auf. Es gibt so eine 6-Monats-Frist, die ist allgemein für parlamentarische Anträge und Initiativen. Die läuft auch irgendwann aus. Das heißt, wir werden Zahlen bekommen. Wir werden die bekommen und das deshalb, weil wir diese große Anfrage gestellt haben. Das ist im Übrigen wahrscheinlich die letzte große Anfrage, die dieses Abgeordnetenhaus hier sehen wird. Denn wir haben eine Parlamentsreform, die ist jetzt auch durch den Rechtsausschuss gegangen und es wird keine großen Anfragen mehr geben. Was, Nebenbemerkung, den Vorteil hat, dass jeder Parlamentarier alleine ohne Fraktionsbeschluss in Zukunft Anfragen beliebiger Länge stellen können wird. Also es ist keine Einschränkung, es ist eher eine Erweiterung der Rechte der einzelnen Parlamentarier. Eines zeigt sich bei dem ganzen Projekt, und das werden Sie auch hier drin lesen, wenn Sie schmökern, es wird gemauert, was das Zeug hält, Anfragen werden unzureichend beantwortet oder stellen sich sogar als falsch heraus. Schönes Beispiel, wir haben gefragt, ob es denn schon mal zu Bränden oder Brandeinsätzen, Löscheinsätzen am BER gekommen sei. Glauben Sie, was der regierende Bürgermeister geantwortet hat? Nein. Eine Woche später lesen wir in der Presse, es gäbe regelmäßig Löscheinsätze, es gäbe regelmäßig Brandfälle bzw. brandähnliche Sachen am BER. Was soll man jetzt glauben? Ne? Also es wird gemauert, es stellen sich Antworten als falsch heraus, die Koalition lehnt die Anträge ab mit der Begründung, man könne ja Wovereit und Medon vertrauen, wenn die in den Ausschüssen sitzen und wohlfeil die Fragen beantworten. Meistens unwissend, wenn man Herrn Medon zuhört und feststellt, dass er nicht weiß, dass die Planfeststellung des Flughafens nach Rollfeldern von 42 Millionen Passagieren pro Jahr redet und irgendwas faselt, dass man ja eine dritte Landebahn bräuchte, um irgendwie die 27 Millionen abzufertigen. Ja. Was wir der Koalition damit attestieren, ist, dass sie sich einlullen lässt, dass sie kein Interesse daran hat, irgendwie eine echte Kontrolle zu
verwirklichen im parlamentarischen Umfeld. Das gilt im Übrigen, das möchte ich nochmal hervorheben, nicht uneingeschränkt für den Untersuchungsausschuss. Auch da kann man mit klugem politischem Handeln die Koalition dazu bringen, dass sie scharfe Fragen stellt und die richtigen Zeugen einlädt. Das ist nicht einfach, aber ich möchte das trennen, weil das eine ist die Kontrolle, das andere ist die Aufarbeitung und wir können mit dem Untersuchungsausschuss schon auch mit der Koalition ein bisschen erreichen. Wir werden weiter versuchen und dranbleiben, die FBB und den Senat zur Herausgabe von Informationen zu zwingen. Was anderes bleibt uns nichts übrig. Für unseren Zwischenbericht ist mit unserem Zwischenbericht ist ein Kapitel für uns abgeschlossen, nämlich das der Früh- und Frühsgeschichte. Sie werden noch offene Fragen finden, offene Fragen, von denen wir glauben, dass sie leider nicht mehr zu klären sein werden, weil erstens die Menschen sich nicht mehr erinnern können. Zweitens keine Dokumentation existiert. Das betrifft insbesondere die Standortentscheidung, die in einem kleinen Büro bei Herrn Wissmann, damals Bundesverkehrsminister, so klein war das Büro wahrscheinlich gar nicht, unter Ausschluss der Öffentlichkeit wahrscheinlich getroffen wurde. Wir werden im nächsten Jahr, das ist der letzte Absatz, wir werden im nächsten Jahr hoffentlich gemeinsam mit den anderen Fraktionen die Geschäftsführung unter die Lupe nehmen, die internen Strukturen der FBB und die Frage klären, inwiefern die Führung der Flughafengesellschaft Einfluss auf das vermeintlich unabhängige Controlling genommen hat, was im Moment der schwerst im Raum stehende Vorwurf ist. Ja, damit schließe ich erstmal. Ich freue mich dann auch auf die Ausführungen des Kollegen Ugarte und komme dann auch gleich nochmal wieder, weil immer nur meckern oder den Finger heben und sagen, wir haben es ja gleich gesagt, hilft nicht. Wir wollen uns ja auch ein bisschen über die Zukunft unterhalten und was man so tun kann, um die ganze Misere nicht mehr ganz so schlimm sein zu lassen. Vielen Dank. Ich glaube, wir kriegen es so hin. Ne? Ja. Hört man mich. Ja, auch von mir, schönen guten Abend. Ja, ich bin jetzt für den Meckarteil zuständig, hat Herr Delius schon gesagt. Da fangen wir gleich damit an. Dieser Skandal um die verschobene Inbetriebnahme des Flughafens, das ist nicht der erste Skandal, hat Herr Delius auch schon gesagt. Es gab einen Riesenskandal um das Baufeld Ost, also um die Grundstücke rund um den alten Flughafen Schönefeld. Dazu gab es schon zwei Untersuchungsausschüsse, einen in Brandenburg, einen in Berlin. Es gab eine gescheiterte Privatisierung kurz nach der Jahrtausendwende. Dazu gab es auch zwei Untersuchungsausschüsse in beiden Ländern. Wir sind jetzt also der fünfte Untersuchungsausschuss, der sich mit diesem Projekt befasst und nach Lösungen sucht oder nach Aufklärung sucht hier. Dazu gibt es jetzt aktuell ja noch oder gab es die Sonderkommission BER auf Bundesebene und in Brandenburg den Sonderausschuss BER. Sie sehen also, das Projekt wird parlamentarisch doch sehr groß begleitet und hat es wahrscheinlich auch nötig. Das grobe Fazit, das kann ich vielleicht schon vorwegnehmen aus unserem Bericht, ist ja, das haben Sie vielleicht in der Zeitung und in der Ankündigung schon gelesen, dass viele Probleme, aber nicht alle, mit der Standortentscheidung einfach zu tun haben. Und dass aus diesem Standort verschiedene Problemlagen resultieren, das wird für viele von Ihnen, gerade von den Bürgerinitiativen, jetzt keine brennend neue Erkenntnis sein. Aber ich glaube, es ist schon etwas Neues, dass eine Fraktion hier, also eine parlamentarische Fraktion hier quasi im offiziellen Rahmen auch einmal konstatiert und es aufschreibt, dass diese Standortentscheidung für diesen Flughafen schlicht und einfach falsch war. Ich glaube, das ist sogar das erste Mal, dass jemand das auch macht im parlamentarischen Raum. Dann, Herr Delius hat es auch schon angedeutet, es wurde ja immer kritisiert, vielleicht auch gerade deswegen kritisiert, dass dieser Untersuchungsausschuss sich mit dieser Frühphase befasst, dass man diese Archäologie betreibt und in dieser Kritik, da gibt es dann auch immer ganz merkwürdige Allianzen, also zum Beispiel zwischen CDU und Linkspartei in Berlin, das ist eigentlich wie Feuer und Wasser, aber wenn es gegen solche Geschichten geht, dann sind sie dann doch wieder fröhlich vereint. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass sowohl CDU, SPD sowieso, aber auch die
Die Linke hier Regierungsverantwortung getragen haben und dieses Projekt eben jetzt im Fall der Linken über 10 Jahre freundlich begleitet haben, auch was die Finanzierung angeht. Da sind wir auch ganz gespannt, wie die Linke dann im Untersuchungsausschuss auch die Finanzierungsfrage dann aufklärt, mit der wir uns dann so ab 2015 wahrscheinlich beschäftigen werden. Eine Anekdote vielleicht noch, der Vertreter der CDU hat sich jetzt immer bei den Pressekonferenzen entschuldigt beim Steuerzahler, dass man da jetzt in die Vergangenheit taucht. Und da sehen Sie aber auch den Schwerpunkt, den diese Koalition hat im Umgang mit dem BR. Man entschuldigt sich für die Aufklärung und man entschuldigt sich nicht für das Debakel, das man angerichtet hat. Diese kleine Polemik vorweg jetzt zu den zu den Inhalten dieses Büchleins, das wir hier veröffentlicht haben. Ganz vorweg, warum hat man überhaupt so einen Flughafen bauen wollen? Warum wollte man das? Wir ordnen das jetzt mal ein. Ja, bitte. Ja, versuchen Sie es. Ganz schlechtes Bild. Ja, danke. Warum wollte man einen Flughafen vor den Toren von Berlin? Wir ordnen das ein in die sogenannte Hauptstadt-Euphorie. Der Spiegel hat es damals in den 90er Jahren Metropolenwahn genannt. Und wir erinnern uns ja dann in Berlin, es gab ja diese Prognosen, wenn das jetzt Hauptstadt wird und Weltstadt und Metropole und alles Mögliche, dann wohnen hier irgendwann 6 Millionen Einwohner und da muss man den Wohnungsbau entsprechend fördern. Das gab ja auch verschiedene Skandale. Sie erinnern sich vielleicht an den Antiskandal und solche Geschichten. Wir haben Olympia 2000 nicht geschafft. Wir haben versucht, mit der Bankgesellschaft den Global Player zu geben und das hat auch nicht geklappt. Und dann brauchte man halt für diese tolle Metropole auch eben einen großen Flughafen. Und das hatte damals Heinz Runau gesagt, Aufsichtsratsmitglied in der Flughafengesellschaft, eine Intercountry-Scheibe, was auch immer das sein soll. Aber das war so die Mentalität damals und das wirkt bis heute nach. Und die Leute, die damals Verantwortung hatten, zum Teil heute auch noch haben oder damals politisch sozialisiert worden sind, wie Klaus Wowereit, die Leute, die damals Verantwortung hatten, die glauben da immer noch dran. Also ich habe ein Zitat von Klaus Rüdiger Landowski gefunden, Sie kennen ihn vielleicht noch, das ist der, ja, der hatte, da, er hatte im, am, in einem Tagesspiegel in einem Tagesspiegel-Interview vom 23. April 2013 gesagt, zu dieser Standortentscheidung, ja, uns war das einfach zu weit weg von Berlin, er sprach von Sperenberg, uns war das einfach zu weit weg von Berlin, dann hätte man ja gleich überlegen können, den Flughafen in Leipzig auszubauen. Hinzu kommt, dass ein Flughafen in Sperenberg nicht gerade zur Identifikation mit der Hauptstadt Berlin beigetragen hätte. Das ist diese Haltung, die nach wie vor existiert bei manchen Leuten und diese Hauptstadtideologie, die war eben eine der Gründe für den Flughafen und dann, das ist auch, hören Sie auch immer wieder, dass das weiter wirkt, also das sieht man zum Beispiel an Herrn Wowereit, wenn er Regierungserklärungen hält und sein Agieren in diesem Flughafen verteidigt, dann kommt immer diese Vokabel, wer da Kritik übt, der redet Berlin schlecht, der ist gegen unser Berlin. Damals, Herr Diebken hat immer gesagt, sind die Anti-Berliner, also es lebt sogar in dem Vokabular dieser Leute fort. So, und dann sehen Sie schon, da kann es nicht rational zugehen. Und wahrscheinlich ging es bei der Entscheidung für diesen Standort wirklich nicht rational zu. Wir haben jedenfalls keinen vernünftigen Grund gefunden, warum man diesen Flughafen nicht in Sperenberg, nicht in Hüterburg-Ost oder Stendal und was es da alles gab an Vorschlägen gebaut hat, sondern eben in Schönefeld. Es wurde zwar viel gerungen im Vorfeld der Standortentscheidung, das Ergebnis kennen Sie, das ist ja der berühmte Konsensbeschluss vom 28. Mai 1996, wo eben Schönefeld festgeschrieben wurde, wo auf einmal Brandenburg, das vorher immer Sperenberg wollte, auch plötzlich Schönefeld gut fand und auch diese Maßgabe zur Privatisierung enthalten ist, die dann später gescheitert ist. Vielleicht zur Erinnerung, es gab 1994 ein Raumordnungsverfahren in Brandenburg, da wurde gesagt, Sperenberg oder Jüterburg-Ost wären optimale Standorte. Es gab 1996 eine Studie der Deutschen Bank, bei der können Sie sicher sein, dass die wissen, was sich rechnet. Und die hielten Schönefeld für vollkommen ungeeignet und sagten, da wird ein hauptsächliches Problem sein, die Lärmbelästigung der Bevölkerung. Die Deutsche Bank, wohlgemerkt. Später gab es ein internes Gutachten oder eine interne Studie der Landesplanungsbehörde von Berlin und Brandenburg, auch von 1996, für die sprach alles gegen Schönefeld.
Gut, ich hatte gesagt, Berlin wollte Schönefeld, ich habe den Landowski zitiert, das ist die Berliner Haltung gewesen, Brandenburg-Sperrensberg ist auch klar und der Bund wollte auch Schönefeld, allerdings, wenn wir das richtig rekonstruiert haben, nicht so wirklich als großen Umsteigeflughafen und nicht als Metropolen-Intercountry-Scheibe, weil dafür gab es schon Frankfurt und München, sondern man brauchte halt irgendeinen Flughafen irgendwo bei Berlin. Innerhalb der Berliner Politik war diese Standortfrage genauso umstritten, auch in der Großen Koalition, die damals regiert hatte. So gab zum Beispiel der damalige Fraktionsvorsitzende der SPD, Klaus Böger, im Januar 1995 ein Papier raus. Da war ein ganz klares Votum der SPD-Fraktion für Sperrensberg enthalten. Die CDU, die wollte schon immer Schönefeld haben, aber die wollen auch Tempelhof haben und die wollen auch Tegel haben, neuerdings, also wie dem auch sei. Und auch ganz interessant, Bündnis 90 Die Grünen, damals präferierten auch Schönefeld, wollten aber keinen Großflughafen, weil sie sagten, ja, die damals prognostizierten Passagierzahlen, die würden damit nicht erreicht werden. Innerhalb dann der Senatskanzlei, da haben wir verschiedene Vermerke bereits in der Zeitung gelesen, wir dürfen sie ja nicht, das ist das eine Problem, weil wir keinen offiziellen Ausschussbericht haben, dürfen wir sie nicht wörtlich zitieren, aber wir dürfen die Inhalte angeben. Wir haben hier einen Vermerk, jetzt beispielhaft nenne ich den mal, vom 22. Mai 1995 auch aus der Senatskanzlei gefunden, wo diese Haltung, warum man denn für Schönefeld sich aussprechen sollte, festgehalten ist. Da sagt man halt, ja, Sperrensberg ist schlecht erreichbar, aber man muss in Sperrensberg auch damit rechnen, dass, wenn man dort einen Flughafen baut, das eine Gefahr für die innere Sicherheit wird, weil dann hat man nämlich Szenen wie in Wackersdorf und in der Stadtbahn West. So hat man innerhalb der Berliner Senatskanzlei damals gegen Sperrensberg argumentiert. Ob das so realistisch war oder ob das eher so eine Argumentationshilfe war für den damaligen Bürgermeister, das sei mal dahingestellt. Der Prozess jedenfalls, der dann zu der Entscheidung für Schönefeld geführt hat, der ist wirklich sehr schwierig bzw. gar nicht mehr nachzuvollziehen und auch noch nicht vollständig ausgearbeitet, weil, wie gesagt, Elus hatte das gesagt, die eigentliche Entscheidung wohl in einer nicht öffentlichen Sitzung irgendwo bei Herrn Wissmann stattgefunden hatte, wahrscheinlich auch unter Einfluss des damaligen Bundeskanzlers, vergessen wie der heißt. Ja. Es lässt sich aber durchaus feststellen und durchaus auch festschreiben, und das haben wir getan, dass diese Standortentscheidung eben aus sachfremden Erwägungen vollzogen wurde, dass politische Sachen eine Rolle gespielt haben und es jedenfalls keine wirklich fachlich gute, keinen guten Beleg gibt, warum Schönefeld so ein optimaler Standort denn sein soll. Was auch klar war schon früh, das war, dass wenn man in Schönefeld einen Flughafen baut, es eben zu einer großen Lärmbelästigung kommen würde für die Bevölkerung. Das war immer schon klar, das steht auch in den alten Vermerken drin. Aber man hat sich halt gedacht, das wird dann vielleicht doch nicht so schlimm werden. Dann musste der Flughafen ja geplant oder plan festgestellt werden, bevor überhaupt irgendein Spatenstich unternommen werden könnte. Zur Erinnerung, es gab 1999 den Antrag auf Planfeststellung der Flughafengesellschaft. Dann gab es diese öffentliche Auslegung der Unterlagen, wo man die dann lesen konnte, da in dem Besucherzentrum. Es gab die berühmt-berüchtigten Anhörungen ab 2001, wo es ja auch dann zum einen oder anderen Polizeieinsatz wohl kam, wegen renitenten Bürgermeistern. Und es gibt dann diesen Anhörungsbericht von 2001 und 2004, dann den Planfeststellungsbeschluss. Während dieser Anhörung kam es ja auch wieder zu Kritik. Also das heißt nicht, dass man, also man hat also diese Sachen, die gegen Schönefeld gesprochen haben, ja immer wieder, die findet man jetzt, wenn man es historisch rangeht, immer wieder ist das die gleiche Kritik und es wurde nie auf die Kritik irgendwie in irgendeiner angemessenen Art und Weise reagiert, sie wurde halt dokumentiert. Zum Beispiel der Hinweis auf das Raumordnungsverfahren von 94, also wo Schönefeld als ungeeignet bezeichnet wurde. Dann wurde kritisiert, dass es keine vergleichende Gesamtrechnung für diese beiden Standorte Schönefeld-Sperrensberg gegeben hat, also dass man gar nicht bewerten konnte, was da eigentlich besser sei. Immerhin empfahl damals die Anhörungsbehörde,
dass die Planfeststellungsbehörde sich mit der Notwendigkeit einer Alternativprüfung für den Standort zu befassen habe. Das heißt, die Flughafengesellschaft wurde dann von der Planfeststellungsbehörde aufgefordert, Unterlagen zur Standortauswahl nachzureichen. Und diese Unterlagen, das haben wir jetzt auch rekonstruiert, und jetzt muss ich aufpassen, wir haben, oder muss ich vorausschicken, was ich jetzt hier so wiedergebe, das sind zwar zum Teil auch Beweismittel des Untersuchungsausschusses, aber wir hatten sie vorher von verschiedenen Informanten bekommen. Das heißt, was ich jetzt zitiere, zitiere ich nicht aus Beweismitteln, sondern aus den bei uns vorher eingegangenen Unterlagen. Das sage ich nur aus Haftungsgründen. Es gibt zum Beispiel für diese Standortdiskussion einen Bescheid des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr aus Brandenburg vom 16. Juli 1997. Der ging an die Flughafengesellschaft und dort stand drin, wenn Sie einen Flughafen bauen wollen, brauchen Sie eben ein Planfeststellungsverfahren, und dort müssen enthalten sein Kriterien des Standortsuchsverfahrens, der Standortwahl und der Standortbegründung. Wenn wir uns den Planfeststellungsantrag anschauen, wurde darauf verzichtet. Das heißt, die Planfeststellungsbehörde hat ihren eigenen Bescheid nicht kontrolliert, also die Umsetzung des Bescheides gar nicht kontrolliert, und die Flughafengesellschaft hat ohne diesen eigentlich im Bescheid enthaltenen Auftrag ihren Planfeststellungsantrag eingereicht. Deswegen musste sie später im Verfahren auch diese sogenannte Standortunterlage, mit der es auch nicht mit rechten Dingen zuging, nachreichen. Warum das nicht überprüft wurde, das konnte uns bisher im Untersuchungsausschuss keiner mehr so richtig erklären. Aber das ist auch schon so lange her. Bei der Standortunterlage, und das ist etwas brisanter, kam es zu einem Vorgang, vielleicht waren es auch mehrere Vorgänge, wir konnten einen rekonstruieren, und zwar geht es da um einen externen Gutachter, einen Herrn Gensch. Dieser Gutachter war beauftragt von der Planfeststellungsbehörde, die ja eigentlich mehr oder weniger wird protestiert da draußen, also die mehr oder weniger ja im Sinne der öffentlichen Hand dieses Genehmigungsverfahren durchziehen sollte. Dieser Herr Gensch bekam einen Entwurf dieser Standortunterlage, bevor der tatsächlich eingereicht wurde, und verfasste dazu zu diesem Entwurf am 22. März 2003 einen Vermerk und äußerte sich zu diesem Entwurf. Gleichzeitig machte Herr Gensch Vorschläge, wie denn die Flughafengesellschaft ihre Unterlage, ihren Entwurf für die Unterlage so formulieren könnte, dass er besser genehmigungsfähig sei. Und wie genau dieser eigentlich unabhängige Gutachter der Flughafengesellschaft entgegenkam, ich lese mal ein Zitat vor, nur damit Sie ein Bild haben, wie genau das war. Zitat: Es wäre also zu empfehlen, die Ausführungen ab Seite 2 Absatz 2 bis Seite 11 Mitte erheblich zu kürzen. Ich habe in dem beiliegenden Exemplar durch handschriftliche Eintragungen grob skizziert, wie ich mir eine Kürzung vorstellen könnte. Und dann die Begründung: Für eine Kürzung spricht übrigens auch, dass die überflüssigen Ausführungen nur Angriffsfläche für überflüssige Einwendungen bieten und in der Tat auch angreifbar sind. Das heißt, der Gutachter der Planfeststellungsbehörde hat im Sinne der Flughafengesellschaft begutachtet und nicht wirklich im Sinne der öffentlichen Hand. Das ist also, wenn man es vergleicht, so, wie wenn das Finanzamt Ihnen Tipps geben würde für Ihre Steuererklärung, wie Sie die ausfüllen müssen, damit Sie Steuern sparen. Das ist absurd. Aber es wurde so gemacht in diesem Verfahren. Und man kann deshalb, und wir sagen das jetzt einfach, man kann davon ausgehen, dass bei Planfeststellungsbehörde und Flughafengesellschaft eine Interessensgleichheit bestand. Kannst du dann sagen. So. Ein weiterer Beleg, dass diese Interessensgleichheit bei Antragstellerin, Flughafengesellschaft und Planfeststellungsbehörde bestand, ist für uns das Verhalten des damaligen Leiters der Planfeststellungsbehörde, Herrn Brettschneider. Das ist Feuerwerk da draußen. Ja, du hast es schon gesehen. Ich habe es gesehen. Also, passiert nichts. Das ist ein Gegenfeuerwerk. Gut, ein Beleg dafür, dass es diese Interessensgleichheit gab, ist für uns eben das Verhalten des damaligen Leiters der Planfeststellungsbehörde, Herrn Brettschneider, heute stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flughafengesellschaft, aus seiner Kompetenz heraus wahrscheinlich. Da wurde klar während den Zeugenvernehmungen im Untersuchungsausschuss,
dass der damalige Leiter der Anhörungsbehörde, der Herr Leierle, von Herrn Brettschneider massiv unter Druck gesetzt worden sein soll, und zwar einen Anhörungsbericht zu verfassen, der der Planfeststellungsbehörde und damit auch der Flughafengesellschaft genehm war. Der Herr Leierle prozessiert im Moment. Seine Beamtenlaufbahn hat, nachdem er sich wohl geweigert hat, so zu agieren, einen ziemlichen Knick bekommen. Das sind jetzt offene Rechtsfragen. Dazu kann man jetzt keine Beurteilung treffen, aber man kann sich was denken dabei. Wir müssen dann festhalten als Fazit, wenn man so ein völlig unsauberes Planfeststellungsverfahren durchzieht für so ein großes Projekt, da muss man schon die Frage stellen, für was man dann solche Sachen wie Anhörungen, Bürgerbeteiligung und so weiter überhaupt macht, wenn dann sowieso das dabei herauskommt, was der Antragsteller, hier die Flughafengesellschaft oder sonst wo irgendein Investor, denken wir an Stuttgart, dann will. Also ob solche Verfahren nicht dringend reformbedürftig sind. Das kann man schon mal lernen aus dieser Geschichte um den BER. Ein weiteres Problem, mit dem wir uns befasst haben, das wird Sie jetzt wahrscheinlich am meisten interessieren, das sind die Flugrouten. Es wurde ja oft und vielfach und auch heute noch so getan, als würden diese Flugrouten mit diesen berühmten 15 Grad Abknickungen da, als wären die 2010 irgendwie ganz neu gewesen und das hätte man gar nicht ahnen können, dass sowas passiert. Allerdings waren diese abknickenden Flugrouten schon von Anfang an, schon bevor der erste Spatenstich getan wurde, auch schon im Planfeststellungsverfahren immer wieder Thema. Nicht nur in den Anhörungen, auch schon davor. Es gibt zum Beispiel jetzt, muss ich wieder darauf hinweisen, ich zitiere nicht aus Beweismitteln, sondern ich zitiere aus öffentlich gemachten Unterlagen, die dankenswerterweise die Bürgerinitiative Kleinmachnow und die Bürgerinitiative Rangsdorf veröffentlicht haben. Es geht da um einen Schriftwechsel der deutschen Flugsicherung und der PPS damals, der Planungsgesellschaft, der Flughafengesellschaft. Und zwar ist in diesen Unterlagen von Ende der 90er Jahre, 98 hier genau, schon die Rede, dass diese in der Grobplanung der Planfeststellung, diese geraden Flugrouten, die man dann auch auf so Karten sehen konnte, nicht haltbar sein wird, wenn der Flughafen irgendwann einmal in Betrieb geht, von 1998. Ich zitiere mal ganz kurz aus so einem Briefchen vom 20. Juli 1998, Deutsche Flugsicherung an den Herrn Bayer von der Planfeststellungsbehörde. Hier steht drin, Zitat, in diesem Zusammenhang möchte ich jedoch auch deutlich darauf hinweisen, dass die gleichzeitige unabhängige Durchführung von IFR-Abflügen von beiden Pisten unmittelbar nach dem Start eine Divergenz der Abflugkurse von mindestens 15 Grad erfordert. Das heißt, 1998 war das schon schriftlich belegt, dass es keine geraden Flugrouten geben wird. Dieser Umstand wurde dann auch der Flughafengesellschaft mitgeteilt und die Flughafengesellschaft hat gesagt, naja, wenn wir jetzt noch unsere schöne Grobplanung überarbeiten sollen, dann führt es zu Verzögerungen von 3 bis 4 Monaten und außerdem müsste man dann neue lärmphysikalische, medizinische und toxikologische Gutachten erstellen lassen. Und deswegen hat man das einfach mal so belassen, wie es war. Das rächt sich heute. Dieses EU-Verfahren wegen der fehlenden Umweltverträglichkeitsprüfung, das geht unter anderem darauf zurück, dass man eben damals mit den falschen Flugrouten argumentiert hat. Im Oktober 1998 schrieb dann der damalige Chef der Flughafengesellschaft, der Herr Götz Herberg, einen Brief an das Bundesverkehrsministerium. Ja, das Ministerium soll doch bitte Einfluss auf die Flugsicherung nehmen, dass man die dargestellte Streckengeometrie, heißt das, grundsätzlich akzeptiert. Und er hat wohl damit auch Erfolg gehabt. Jedenfalls hat die Flugsicherung sich dann danach aus der Affäre gezogen und hat gesagt, naja, wir akzeptieren das vorläufig, behalten uns aber vor, wenn das Ding mal in Betrieb geht, die Flugrouten auch wieder zu ändern. Das wurde auch so mitgeteilt. Und das heißt, es war allen Beteiligten klar, gerade Flugrouten wird es nicht geben. Es war allen Beteiligten klar, es war wahrscheinlich vielen Anwohnern nicht klar, die jetzt dort in der Einflugschleise wohnen werden. Das heißt aber auch, dass die Information, die damals von der Flughafengesellschaft gemacht wurde für die Anwohner, da erinnere mich noch an die Vernehmung von Herrn Herberg im Untersuchungsausschuss, der uns ganz toll erzählt hat mit seinem Omnibus, der da umgebaut wurde und dann ist man über die Dörfer gefahren, dann konnte man da mal reinhören, wie hört sich so ein Flugzeug aus der Nähe an und so. Das war von Anfang an einfach verlogen, weil einfach auch die falschen Leute informiert worden sind, nämlich dort wahrscheinlich, wo die geraden Flugrouten sind und nicht dort, wo die Flugrouten tatsächlich sein werden. Wie dem auch sei, ich
sag mal, wir machen jetzt ein kurzes Fazit von diesen Geschichten, die wir hier auch aufgeschrieben haben. Genauer können Sie es dann auch nachlesen mit verschiedenen Zitaten. Man kann sagen, erstens, der Flughafen wurde natürlich am falschen Standort durchgesetzt und hingebaut mit sachfremden oder sogenannten politischen Argumenten. Zweitens, es besteht der Verdacht, dass das Planfeststellungsverfahren mindestens unsauber durchgeführt wurde und die Planfeststellungsbehörde im Sinne der Flughafengesellschaft agierte. Und drittens, aus dem falschen Standort und den damit verbundenen Flugrouten resultieren eben die Lärmprobleme, die jetzt die Anwohner betreffen, die aber in Sachen Schallschutz auch den Steuerzahler betreffen, weil die Flughafengesellschaft das nämlich nicht ordentlich einkalkuliert hat. Also diese Kostenexplosion, die es heute angeblich gibt, ist gar keine Explosion, sondern ist einfach eine Fehlkalkulation von Anfang an gewesen. Sonst hätte man dieses Projekt wahrscheinlich viel höher ansetzen müssen von seinen Kosten. Und dann ist es natürlich schwieriger, sowas politisch durchzusetzen. Man kann jetzt, wenn man jetzt noch den Anfang reinnimmt mit der Hauptstadt-Euphorie, vielleicht in einem Satz festhalten, dieses Projekt BER, das ist geprägt von falschen Hoffnungen, von Dilettantismus, von Vertuschung, von Verschweigen und von Lügen, und das ist es das bis heute. Und wenn wir vielleicht in einem Jahr uns wiedersehen zum nächsten Zwischenbericht von uns, dann wird das wahrscheinlich wieder das Fazit sein. Bis dahin, danke für Ihre Aufmerksamkeit. So, sollten Sie direkte Rückfragen zu diesen beiden Vorträgen haben? Ja, ich sehe eine. Mein Name ist Peter Schulz und Zeitler. Da kommt Mikro. Mikro? Mein Name ist Peter Schulz aus Aigner, geboren in Berlin und seit 15 Jahren gegen diesen Flughafenausbau. Eine direkte Frage. Sie schreiben an einer Stelle, dass Sie davon ausgehen, dass mit betrügerischen Mitteln und Methoden gearbeitet worden ist. Meine Frage, warum bleiben Sie als Parlamentarier beim Parlament stehen und schalten nicht den Staatsanwalt ein? Punkt 2. Ich brauche 20.000 Euro, wenn Sie die haben, geben Sie die mir. Ich habe eine Rechtsanwaltskanzlei, die bereit, willens und in der Lage ist, den Antrag auf Untersuchung von Insolvenzverschleppung der FBB zu stellen. Also offenbar fehlt in Berlin und Umland der Kläger, ich hätte ihn, aber wir brauchen uns bis dahin unterhalten, wo wir die 20.000 Euro kriegen. Erstmal danke. Also bei Verfehlungen, die wir nachweisen können, muss die Staatsanwaltschaft sowieso tätig werden. Also im Falle von Betrug und ähnlichen Verbrechen muss sie tätig werden. Das Problem ist, dass wir hier keinen offiziellen Zwischenbericht haben. Das heißt, zweifelsohne nachweisen können wir im Rahmen unseres Untersuchungsausschusses nur, indem wir ein offizielles Votum erreichen. Das können wir derzeitiger Stand nur mit dem Abschlussbericht machen, der Pflicht ist. Da können die anderen Fraktionen nicht sagen, ist zu viel Arbeit. Insofern bringt es vorher nichts, weil wir es ja nicht beweisen können. Also noch eine Anzeige machen ohne Grund, das ist auch mitunter strafbar. Wir können es jetzt nur reinschreiben und hoffen, dass so die Kriminalämter mal genauer hingucken, wenn wir sowas reinschreiben und dann vielleicht auch mal nachfragen. Zu dem zweiten, ich habe die 20.000 Euro leider nicht. Das tut mir ärztlich leid. Aber auch was eben die Finanzen, Dr. Ugarte hat es angesprochen, wir werden uns noch intensiv mit den Finanzen beschäftigen. Das steht aber erstmal noch hinter dem strukturellen Wirrwarr an, weil wir erstmal überhaupt verstehen müssen, wie diese Flughafengesellschaft intern funktioniert. Jetzt werden Sie vielleicht nicht erstaunt sein, wenn ich Ihnen sage, dass uns das bisher noch keiner sagen konnte oder wollte. Ich will da niemandem was unterstellen. Dann kommen die Finanzen auf jeden Fall dran. Ich möchte mal darauf hinweisen, wenn wir jetzt Verständnis fragen, darum geht's. Ansonsten du. Hier gab es noch eine. Verständnisfrage. Dann steigen wir doch nachher in die Diskussion genau. Ein. Komm ich nachher nochmal. Genau. Okay. Ja. Gibt es hier? Wer war denn zuerst? Moment. Was? Ja, mein Name ist Ingo Tischel. Ich mache privat auch eigene Recherchen. Seit über ein Dreivierteljahr hat er auch Akteneinsicht gehabt. Ich kann nur dazu sagen, dass eine Ermittlungsakte schon bei der Staatsanwaltschaft vorliegt. Ich weiß nicht, im Rahmen sie ermittelt, aber der Oberstaatsanwalt hat mir damals gesagt,
dass es auch örtliche Probleme gibt, weil es die ganze Geschichte sich in Brandenburg abspielt und die werden dann wahrscheinlich irgendwann versuchen, mit der Brandenburger Staatsanwaltschaft irgendwie Verbindung aufzunehmen und dann gemeinsam zu ermitteln. Also soweit ist mir das der Kenntnisstand. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Danke. Ja. Thorsten, also, da drüben erst und dann hier noch. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Wolfgang Schewissig, Herausgeber des Tempelhof Newsletters. Wir haben jetzt eine neue Seite im Netz, brennpunkt.br. Ich wollte den Kollegen mal darauf ansprechen, weil hier als Motivation für die Planung des neuen Flughafens das Stichwort Hauptstadtideologie gefallen ist. Gut, das kann man bewerten, wie man will, auch hinsichtlich der Bankgesellschaft. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Fall als das Flughafensystem. Aber war der Grund nicht eher darin zu finden, im stetig anwachsenden Volumen des Passagieraufkommens? Sie haben das erwähnt, also Kapazitätsfragen des BBI, BER, angeblich 40 Millionen, dann hat Herr Ammann von 27 Millionen geredet, was wohl tatsächlich der Fall ist. Es gibt auch Leute, die sagen, noch die Kapazität würde noch tiefer liegen, geringer sein. Meine Frage wäre jetzt, wie hätte diese Kapazitätsfrage, dieses Kapazitätswachstum ohne einen neuen Flughafen gelöst werden sollen? Welche Lösungsvorschläge hätten Sie da gesehen, jetzt unabhängig vom Standort? Und das ist ja auch Allgemeinwissen, dass Schönefeld ein schlechter Standort, ein unzureichender Standort ist. Ja, gut. Herr Diebken meinte übrigens auch, dass durch Schönefeld Arbeitsplätze für Berlin gesichert worden wären. Man muss ja einen Konjunktiv an den anderen hängen, ja. Okay. Ja, also mein Arbeitsplatz ist dadurch gesichert für einige Jahre. Aber nein, also zu der Frage mit den Kapazitäten. Ja, das war ja absehbar, dass die Kapazitäten steigen. Es gab damals in den, Nachwendezeiten verschiedene Untersuchungen, wie stark sie steigen werden. Ja, das spricht aber noch nicht dafür, dass man eben einen merkwürdigen Riesenflughafen dahin bauen möchte, der nicht funktioniert, sondern es gab damals schon auf der fachlichen Ebene in der Senatskanzlei Vermerke, Beratungen und da war die eigentlich auch finanziell günstigere Lösung, die dort vorgeschlagen wurde, dass man den bestehenden Flughafen Schönefeld stückweise und schrittweise je nach Bedarf ausbaut. Und das, da gibt es auch Vermerke aus der Senatskanzlei, wo ganz klar drinsteht, das würde dann, wenn man das nicht macht, würden sich dann die Kosten wahrscheinlich bei einem Neuprojekt vervierfachen. Das ist jetzt auch eingetreten, also da war man schon sehr weitsichtig damals. Aber diese Vorschläge aus der Verwaltung oder aus der Referentenebene der Senatskanzlei wurden halt, und das ist die Unterstellung, aufgrund dieser politischen Konstellation und aufgrund dieser Hauptstadtideologie nicht so wirklich ernst genommen. Und jetzt sieht man, was man davon hat. Aber es gab sie. Es gab da Alternativen und die hat man halt nicht umgesetzt. Ich würde fast sagen, wir sammeln jetzt die Fragen, die zum Verständnis noch nötig sind. Ihr könnt euch die sicher mitschreiben, damit nicht der Vortrag von Martin Delius, wo es noch sehr spannende Punkte für die Zukunft gibt, so nach hinten verschoben wird. Die Diskussion folgt ja dann noch. Der Herr in Blau hatte, glaube ich, eine Frage. Mein Name ist Michaelis. Warum fangen Sie erst beim Raumordnungsverfahren an? Es hat ja eine Vorstudie gegeben, die mit, glaube ich, 25 oder 30 Orten begonnen hat. Da ist ja Schönefeld noch nicht drin gewesen. Dann kam diese sogenannte Dornier-Studie, wo ja Schönefeld an letzter Stelle war. Und ich meine, man hat ja auch schon im Raumordnungsverfahren auf die gesundheitlichen Aspekte, also Herzinfarkt, darauf hingewiesen, also welche Gefahren hier entstehen werden. Und ich meine, wenn man das so hier hört, was hier abgeht und abgegangen ist und dass hier Menschen betroffen sind, die hier ihre Lebensgrundlage gebildet haben und welche Gesundheitsgefährdungen jetzt auftreten. Das, man merkt es ja immer mehr, ob das in Frankfurt ist, wo die Uni Mainz sich aufregt und. Dann ist das eine fatale Entscheidung. Dann kann ich eigentlich von der Politik nur erwarten, dass sie diese Fehlentscheidung so schnell wie möglich beendet. Danke. Ja, da drüben noch.
Ja, nachher will ich nochmal eine Anregung geben, aber jetzt will ich doch nochmal eine Verständnisfrage stellen. Mein Name ist Matthias Steffke, ich bin Vorsitzender des Bürgervereins Brandenburg-Berlin, BVB e.V. Sie haben jetzt einige Punkte aus dem Zwischenbericht hier dargelegt. Mich würde einfach nochmal was zur Arbeitsweise des Ausschusses interessieren. Wie viele Akten haben Sie ungefähr gesichtet? Können Sie es ungefähr in Prozent angeben? Man hat mal im RBB-Nachrichtenblock diesen riesigen Aktenraum gesehen, wo immer noch neue Akten nachgeliefert werden. Wie schätzen Sie das ein? Ist da noch Potenzial, um etwas aus den Akten herauszuholen, was wirkliche Brisanz hat? Denn ich verstehe jetzt das so, Sie haben mitgeteilt, wenn Sie in diesen Aktenraum gehen, dürfen Sie keinerlei Stifte, Notizblöcke mitnehmen. Wie soll man dann überhaupt das, was man dort liest, wirklich so auch behalten können und nachher verwenden können, dass das noch hieb- und stichfest ist? Vielleicht können Sie zu dieser Arbeitsweise und zu dem Arbeitsvolumen, was noch ansteht, noch ein Stück weit was sagen. Gut, dann können wir hier die Verständnisfragen schließen. Also einmal zum Zeitpunkt des Untersuchungsgegenstandbeginns und dann zum Aktenraum. Naja, also zum einen ist es geschuldet, also warum wir jetzt dort eingesetzt haben, wo wir eingesetzt haben, dass der Untersuchungsauftrag halt da einsetzt, nämlich mit den Grundlagen der Standortentscheidung. Das ist, glaube ich, sogar die erste Frage im gesamten Untersuchungsauftrag und irgendwo muss man halt anfangen. Also wir hätten jetzt auch noch bis in die 80er Jahre rein bestimmt Akten anfordern können, aber wenn man das dann so zu dritt macht, wie wir das in unserer Fraktion machen, dann wird es schwierig irgendwann. Und natürlich wäre es bestimmt auch interessanter, noch tiefer zu gehen, aber dazu fehlen uns schlicht einfach die Kapazitäten. Und nachdem, kurz um das noch zu ergänzen, nach dem, was wir allein aus dem Raumordnungsverfahren, aus dem darin enthaltenen Informationen wissen über die Unsachlichkeit der Standortentscheidung, lässt sich ja auch schon einiges ableiten und einiges herleiten. Und was Sie gesagt haben über die Schädlichkeit des Standorts, können wir daran anhand dessen schon bestätigen. Also vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, so weit viel tiefer zu gehen bzw. zurück. Arbeitsweise des Untersuchungsausschusses, ich muss da ein bisschen was entzerren. Was ich vorhin erzählt habe, war in den Zeitpunkt vor dem Untersuchungsausschuss, das war diese Almose der Senatskanzlei für die Parlamentarier, in der Hoffnung, es wird sich nicht allzu sehr aufgeregt und auch natürlich in der Hoffnung, es wird keinen Untersuchungsausschuss geben. Zur jetzigen Arbeitsweise, wir können nicht sagen, wie viele Akten prozentual wir schon durch das. Wir müssen das thematisch aufarbeiten, wir suchen Querverweise, wir haben eigene Aktenpläne. Das geht halt tatsächlich nach Thema, nach Person, nach Schnittmengen und so weiter. Da ist es nicht so, dass man sagt, man fängt jetzt bei 94 an und hört halt irgendwie bei 2012 auf und zwischendurch ist man halt mal bei 50% oder so. Aber zur Vertraulichkeit. Nicht alle Akten, die wir bekommen, sind vertraulich. Es ist so, dass der größte Teil der interessanten Akten mindestens vertraulich ist. Das heißt, wir dürfen nicht öffentlich daraus zitieren. Sie liegen aber zumindest in unserem Büro. Wir können uns Notizen machen, wir können daraus was kopieren, wir können die auch mitnehmen in dann vertrauliche Sitzungen des Untersuchungsausschusses. So, damit kann man arbeiten. Ein großer Teil ist auch leider unter sogenannter Verschlusssache klassifiziert. Verschlusssachen bedeuten, das ist dann das mit dem Datenraum, von dem man auch keine Notizen machen darf. Da gibt es auch noch Unterstufen, sowas wie Verschlusssache NFD, nur für den Dienstgebrauch. Das sind dann die Unterlagen, die wir auch in besondere geheime Sitzungen des Untersuchungsausschusses mitnehmen dürfen. Da gibt es dann vorher einen Geheimhaltungsbeschluss, alles recht kompliziert. Die öffentlichen Akten, davon ist ein kleinerer Teil interessant. Ein großer Teil ist, was ich erzählt hatte, Presseberichte und solche Sachen, Dokumentation der Arbeit der Senatskanzlei und der Flughafengesellschaft. Um die Frage zu beantworten, was man da noch rausziehen kann, müsste ich ja wissen, was drin steht. Also, das wäre das Erste. Aber unser Eindruck ist, wir können noch sehr viel rausziehen. Es sind ja vor allen Dingen die kleinen Kleinigkeiten. Wer hat mit wem wie kommuniziert? Was steht in einer E-Mail vom Projektleiter der FBB für den BER an die Controller drin? Steht da drin, streichen Sie mal die Formulierung raus. Jetzt könnte ja sein, dass es da drin steht. Oder
andere Korrespondenzen. Gerade sind wir dabei, 7800 E-Mails nur aus dem Bereich der Vernehmung oder dem Verantwortungsbereich von Herrn Korkhaus durchzuarbeiten. Diesen liegen digital vor, liegen leider als Verschlusssache vor. Aber zumindest immerhin digital. Inzwischen hat es die Abgeordnetenhausfraktion auch, die Abgeordnetenhausverwaltung auch hinbekommen, uns Rechner hinzustellen, mit denen wir dann auch wirklich daran arbeiten können. Also da ist noch einiges an Material da und da finden wir sicherlich noch einiges. Der Trick in der Arbeitsweise des Untersuchungsausschusses liegt meiner Meinung nach darin, die Aussagen gegeneinander aufzuwägen. Und Menschen auch mehrfach zu hören, es kann sich sicher sein, dass jemand wie Klaus Wowereit nochmal kommen wird. Es wird auch sicherlich nicht so sein, dass wir einen Rainer Schwarz nur einmal hören, sondern dann mit Aussagen, mit seinen eigenen und mit den Aussagen, die dazwischen und davor und danach von anderen getätigt werden, konfrontieren. Auf die Art und Weise macht man eine Ermittlung und auf die Art und Weise kriegt man Widersprüche raus, weil von sich aus sagen die ja nichts. Von sich aus erinnern sie sich nicht. Ja, das ist ja alles so lange her und eigentlich war ich ja nur für den Bahnhof zuständig und gar nicht für das Projekt. Also, ne? Also das muss man dann so machen und da liegt eigentlich der Schatz drin. Diese Widersprüche muss man aufdecken. So, da habe ich jetzt, das mache ich mal frei. Wir wollen ja den Abend beschließen bzw. Zu Ende bringen mit einer möglichst ideenreichen inhaltlichen Auseinandersetzung um die Zukunft dieses Projektes oder vielleicht hat es auch keine Zukunft. Wir sehen, was rauskommt. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir in letzter Zeit aufgefallen sind, die aktuell sind, mit denen wir uns auch im parlamentarischen Betrieb und in die Zukunft gerichtet beschäftigen. Das erste ist, keine Zeit verschwenden mit dem Bonsai-BER. Sie wissen alle, was der Bonsai-BER sein soll, nehme ich an. Also es gibt da verschiedene Begriffe. Der eine, einer ist Teileröffnung, der andere ist Nordpier-Eröffnung, der nächste ist Probebetrieb, Testbetrieb. Was können Sie aussuchen, Herr Medon, benutzt Sie alle mal irgendwann. Das ist die Idee eines nach vorne heraus Flughafenmanagers, der alles macht, nur nicht den Unternehmensziel umsetzen, nämlich den Flughafen fertigzustellen. Dieser Betrieb, diese Planung für, ich nenne das Bonsai BER, weil das schön schlagkräftig ist und ich hoffe, dass die Presse das aufnimmt, die sind schädlich für sowohl die Fertigstellung als auch für den Kostenrahmen dieses Flughafens. Denn man muss sich vorstellen, für den Betrieb am Nordpier muss das, was schon da ist, erstmal wieder umgebaut werden. Das muss dann auch wieder zurückgebaut werden, wenn dann irgendwann mal der ganze Flughafen eröffnen soll. Es gibt kein Sicherheitskonzept, es gibt keine vernünftigen, immer noch keine vernünftigen, obwohl sich das schon gebessert hat, das haben wir jetzt am Anfang des Jahres gelesen, Unterlagen zur Genehmigung dieses Verfahrens, also dieses dieser geplanten Eröffnung und des Umbaus. Es gibt dafür noch keinen vollständigen Kostenrahmen. Über den Terminplan sagt Herr Medon, der ist ja viel zu komplex, das sind ganz viele Terminpläne, die so ineinander geschachtelt sind. Darüber kann man, das kann man der Öffentlichkeit gar nicht erklären. Auf die Frage hin, das ist jetzt aus dem Sonderausschuss BER des Brandenburgischen Landtags, auf die Frage hin, ja, so ein Terminplan muss ja einen Anfang und ein Ende haben, können Sie uns die? Und dann sagt er, ja, das ist kompliziert, ist alles im Fluss. Ja, ist alles im Fluss. Also das ist ein echtes Problem, das hindert uns daran, uns mit den echten Problemen am Flughafen auseinanderzusetzen, uns mit dem Schallschutz auseinanderzusetzen. Auch 10 Flüge pro Tag sind laut, ja, das muss man mal dazu sagen. Ne? Auch 10 Flüge pro Tag sind laut und bloß weil man davon eine Landebahn nur benutzt, ist nicht leiser. So, das sind vielleicht andere Menschen betroffen und nicht ganz so viele, wie wenn man den Flughafen vollständig eröffnet. Aber auch das braucht Lärmschutz. Und da kommt man nicht darum umhin, den Menschen mit vernünftigen, passiven und aktiven Lärmschutzinstallationen auszustatten. Und man kann sich nicht darauf zurückziehen, sie ja nur zu entschädigen. Ja, das kennen Sie auch alle, diese Thematik. Wir wissen, dass die Flughafengesellschaft im Moment, und das betrifft ja gerade diesen Bonsai-BER, nicht in der Lage ist, genügend Ingenieure vorzuhalten, überhaupt eine, jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht, eine Wertbemessung für die betroffenen Grundstücke vorzunehmen. Das heißt, wenn es diesen Bonsai-BER gibt, werden garantiert nicht alle, die ein Recht darauf hätten, Lärmschutz zu bekommen, entweder Lärmschutz haben oder aber
und einen ausreichenden Lärmschutz sowieso, kein Problem kennen Sie, oder aber wenigstens Geld bekommen, womit wir ja schon nicht zufrieden sein können. Aber auch das wird nicht fertig sein zur Eröffnung eines Bonsai BER. Das ist der erste Punkt. Ich hoffe, Sie stimmen mir dabei zu. Das ist die erste These. Die zweite, alle Zahlen müssen auf den Tisch. Das habe ich schon am Anfang ausgeführt. Wir müssen wirklich alle dafür sorgen, dass diese Flughafengesellschaft endlich mit Zahlen rausrückt. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, wie dramatisch das ist, was wir in den letzten Tagen erfahren haben. Wir haben erfahren, es gibt einen internen Terminplan, der uns nicht gesagt wird. Wir haben erfahren, dass die Probleme, die seit 2 Jahren auf dem Tisch liegen, nämlich die Nachtragsforderungen, nur die Nachtragsforderungen der Firmen, die ja schon gebaut haben, ja, und jetzt noch auf ihr Geld warten, dass die im Moment ein wesentlich größeres Problem an dem BER sind, an diesem ganzen Projekt, als der vermeintlich problematische Brandschutz. Also der ist auch problematisch, aber das ist nicht das Problem. Ja, wir haben erfahren, dass das ein viel größeres Risiko, ein Kostenrisiko ist, ein Terminrisiko ist. Und im Übrigen über das Kosten- und Terminrisiko auch ein Risiko, was die Schutzmaßnahmen für die betroffenen Menschen rundherum geht, weil die kommen erst hinterher, ne, wenn alle anderen Sachen geklärt sind. So, das heißt, alle Zahlen müssen auf den Tisch. Wenn wir eine große Anfrage stellen, dann ist das sicherlich nicht genug. Daran müssen sich auch, muss sich die Zivilgesellschaft auch drum kümmern. Das muss immer wieder angesprochen werden, überall, dass das nicht geht. Dass auch ein neuer, jetzt Vorsitzender, Klaus Wowereit, nichts, aber auch nichts dazu gelernt hat. Ja? Der nicht mal, das nochmal so eine kleine Anekdote, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Ich komme ja aus so einer Partei, die nimmt das mit den demokratischen Wahlen und so sehr ernst. Da müssen sich die Leute vorstellen, die müssen sich peinlichst befragen lassen, die müssen sich quasi offenbaren, so Transparenz vor dem Amt, ne? Auch ein ganz wichtiger Standpunkt. Klaus Wowereit hat nichts zu seiner erneuten Kandidatur zum Vorsitz des Aufsichtsrats gesagt. Nichts. Er hat nichts durchblicken lassen, was er möglicherweise ändern möchte, was er, welche Fehler er gesehen hat in seiner bisherigen Arbeit, so wie der Aufsichtsrat irgendwie mal anders arbeiten könnte oder so. Nein, es gibt Referententreffen, bei denen Vorgespräche stattfinden zwischen Geschäftsleitung und dem Aufsichtsratsvorsitzenden, seit Klaus Wowereit derjenige ist, hat der eingeführt. Die werden nicht dokumentiert. Da vermuten wir im aus dem Untersuchungsausschussfortgang, dass eben solche Sachen wie der Brandschutz und auch zum Beispiel so kritische Sachen wie Kosten des Lärmschutzes und solche Dinge vor Aufsichtsratssitzungen da schon im kleinen Kreis geklärt wurden. Dass auch ein Herr Schwarz schon Bescheid wusste und Herr Wowereit schon Bescheid wusste 2011 für den Brandschutz, vermuten wir, wurde nicht dokumentiert. Das wäre doch der erste Schritt, dass man sagt so, okay, ich kümmere mich darum, aber ich sage auch Bescheid. Ja. So, das Zweite. Wenn schon Flughafen, dann richtig, habe ich es geschrieben, Planungsbeginn jetzt, das werden die einen oder anderen kennen. Es gibt eine wunderbar, immer noch grassierende, wenn man nach meinem Namen googelt, wenn man nach meinem Namen googelt im Internet, dann findet man diesen Artikel immer noch, Hohn und Spott für Delius, als ich vorgeschlagen habe, dass man doch mal jetzt anfangen sollte mit einem vernünftigen Flughafen. Ja, an einem Standort, der tragbar ist, in einer Größenordnung, die sinnvoll ist, mit einem Einzugsbereich, der irgendwie brauchbar ist. Ja, Nordostdeutschland, Polen und so weiter. Als tatsächliche Alternative bzw. Ergänzung zu dem System, was wir bereits haben. Das möchte ich nochmal in den Raum stellen. Das ist manchmal ein bisschen in die Vergessenheit geraten. Ich weiß, dass auch Teile von Ihnen in Bürgerinitiativen an solchen Vorschlägen arbeiten und sich auch intensiv damit beschäftigen. Darüber möchte ich auch gerne im Fortgang diskutieren, wie man da hinkommen kann, wie lange sind Planungszeiträume, welche Größe haben solche, also sollte so ein Projekt Ihrer Meinung nach haben, wenn Sie da Expertise haben. Und das Dritte ist ein bisschen kryptisch formuliert, der BER kann mehr als nur nicht fertig werden. Der kann uns auch dabei helfen, Lehren für die Zukunft zu ziehen. Einer hat Dr. Ugarte schon genannt, diese Planfeststellungsverfahren, die unter dem Motto, unter dem Label Beteiligungsverfahren laufen, die gehen nicht, die müssen weg. Da muss was Neues her. Das kann so nicht funktionieren, das hat noch nie so funktioniert, das ist meiner Meinung nach Volksverdummung. Ja, wenn Sie mal, ich weiß, viele, die hier lange dabei sind, die kennen diese riesigen Plakate, wo dann mal so ein Ablauf von der Planfeststellung drauf skizziert ist. Die sind in 11-Punkt-Schrift
kleinen Feldern, die dann ineinander greifen. So. Das ist nicht transparent, das ist nicht eingängig, da kann man sich nicht beteiligen. Das ist dann ein kleiner Bereich auf diesem A0-Plakat, wo es darum geht, eine Anhörung zu machen, die auch nicht verbindlich ist, wie wir wissen, auch leicht manipulierbar ist, wo man auch über die dahinterliegenden Mechanismen nichts erfährt als Anwohner. Das wäre eine Lehre daraus. Ich würde Sie fragen in der Diskussion, welche Lehren man denn noch für die Zukunft daraus ziehen kann. Das ist für mich wichtig, für die parlamentarische Arbeit, für uns als Piratenfraktion und als Piratenpartei, um daraus zu lernen, wie man es denn in Zukunft besser machen kann. Eine andere Sache, jetzt müsstest du mal, Anne-Kathrin, auf den Pfeil nach rechts klicken. Ja, genau. Oh, vielleicht hat jemand schon die Presse gelesen, wir haben eine Umfrage gemacht. Wir haben jetzt einfach mal die Menschen in Berlin, also 1001 oder 1003 ist das ja immer so repräsentative Umfragen, Menschen gefragt, befürworten sie einen Verkauf der Berliner Anteile an der Flughafengesellschaft für einen symbolischen Preis von 1 Euro an den Bund, wenn damit auch die Schulden der Flughafengesellschaft mitverkauft würden. Für uns sehr überraschend, zu einem so, ja, ne, erstmal dem Vernehmen nach absurden Vorschlag, sagen 37% der Berlinerinnen und Berliner ja. Nur 51% sagen spontan nein. Den Rest können Sie ausrechnen, das ist mir jetzt zu schwierig. Das, wenn man zum ersten Mal danach fragt, das ist das erste Mal, dass zumindest mir zu Ohren gekommen ist, dass jemand diese Idee in den Raum stellt. Und wir haben zuerst mal nachgefragt und nicht irgendwie groß eine Pressemitteilung rausgemacht, sondern wir haben erstmal die Umfrage gestartet. Und dann sagen 37% ja. Ja. Ich würde gerne mal in einem Jahr fragen, wie viel dann ja sagen. Ja. Vielleicht ist das für Sie eine Möglichkeit, vielleicht ist das etwas, worüber Sie gerne nachdenken möchten. Das geht insbesondere an die Bürgerinitiativen raus. Sowas, der Bund ist unwillig, für Brandenburg ist das im Moment kein Thema. Kann sein, in der Landtagswahl, ne, da kann man ja auch mal drüber diskutieren. Das kann nur von den Betroffenen kommen, das kann nur aus der Zivilgesellschaft kommen. Wir unterstützen das gerne, aber im Endeffekt muss da eine breite Masse Ja schreien und sagen, wir wollen das loswerden. Wir wollen das in die Hände des Bundes geben, der soll sich endlich mal darum kümmern. Der hat auch die notwendigen finanziellen Mittel in der Hinterhand, im Gegensatz zu den schuldengebremsten Bundesländern, um aus diesem Knebel rauszukommen. Ja, wir haben ja schon so viel dafür bezahlt, jetzt müssen wir es auch fertigstellen. Ja, den Knebel, den wir immer wieder kriegen. Das wäre einer der Vorschläge. Das nur mal gebe ich als Impuls in die Runde und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie interessante Beiträge zur Diskussion jetzt haben. Dankeschön. So, Martin Delius hat gesagt, die Leute sind zu uns gekommen, haben uns gesagt, dies sind die Fragen, die uns interessieren. Jetzt sind Sie dran. Sie sehen, wie sehr die Piratenfraktion darauf angewiesen ist, was Sie für Fragen haben. Ich sehe schon, ich brauche gar nicht mehr weitersprechen. Gut, Herr Kronberg wird das Mikrofon... Entschuldigung, das Mikrofon rumgeben. Ich stelle mich da drüben hin und hoffe, dass Sie alle gerecht drankommen. Der Herr Stefke hat sich vorgestellt mit seiner Funktion, ich mache es aus. Ich bin Geschäftsführer des Eigenheimerverbandes und präsentiere so 10.000 betroffene Menschen, nicht als Mitglied, sondern Kinder und Erben im Land Brandenburg und Berlin. Will sagen, in Brandenburg schält sich ja folgende Frage heraus. Entweder Gesundheit und Schutz der Gesundheit vor Wirtschaftlichkeit oder Wirtschaftlichkeit vor Schutz der Gesundheit. Ich bitte Sie einfach und biete mich da auch an, aktiv mitzuarbeiten in den verschiedenen Mitgliedschaften. Ich bin auch Mitglied beim BVBB. Einfach mal das Zahlenwerk zu komplettieren, weil das würde heute zu weit führen. Wir haben zum Beispiel, ich habe zusammen mit einem Stadtplanungsarchitekten eine Sozialraumerfassung gemacht für einen großen Raum. Da geht es um Milliarden Betroffenheiten. Und zweitens, wirklich sich auch mal die Frage zu stellen, mit wem kann man in Brandenburg sich zusammentun. Ich empfehle BBB-TV, die Kamera steht hier. Auf dieser Seite finden Sie den 3,5-stündigen Bericht von der letzten Sondersitzung des BER-Ausschusses Brandenburg. 8 Minuten hat der Landtagsabgeordnete Christoph Schulz ein Statement abgegeben und genau die Frage im Mittelpunkt gestellt. Wirtschaftlichkeit oder Schutz der Gesundheit als Primat? Und ich weiß, dass im Sommer ein großes Hearing in Brandenburg stattfinden wird zu diesen Fragen.
Und ich sehe als Einzelner, dann bin ich durch zu diesem Punkt, ich sehe persönlich auch als Betroffener aus der Stadt Erkner die einzige Chance, das Dilemma zu beantworten, wenn man über die Kosten, wir nennen das Blattschuss, den Blattschuss ansetzt, diesen BER in die Vernunftsrichtung zu bringen, mit gesundem Menschenverstand zu entscheiden, so geht das nicht. Eigentlich müsste zugemacht werden, Schluss, aus, Ende, Neubeginn. Weil die Kosten vollkommen aus dem Ruder gelaufen sind. Und deshalb vorhin meine Bemerkung, Sie haben es selber mal gemacht, Strafantrag wegen verschleppter Insolvenz, alleine schon aus dem Grund, den Sie gesagt haben, dass die Firmen immer noch auf ihr Geld warten. Dankeschön. Jetzt, Herr Breitbach wollte, glaube ich, hier, genau, und dann Sie hier und dann Sie, genau. Also der Plan ist, dass Sie auch ja, miteinander meine, reden, ne? Sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir ein paar ganz persönliche Worte. Martin Delius, was du bisher in der Ausschussarbeit abgeliefert hast, verdient die vollste Anerkennung. Aus Erfahrung weiß ich natürlich auch, dass die Arbeit von Martin Delius nicht so denkbar wäre, wenn nicht dahinter zum Beispiel auch Benedikt Ugarte stehen würde. Als ich hier zum ersten Mal hörte, dass ein Untersuchungsausschuss eingerichtet werden sollte und dass ein Mann, Martin Delius, Vorsitzender werden sollte, war ich mehr als erschrocken. Ich war deshalb mehr als erschrocken, weil ich mich gefragt habe, wo war eigentlich deine Qualifikation, als du mit 28 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages wurdest? Und hättest du mit 28 Jahren dir zugetraut, eine solche Aufgabe zu übernehmen? Nun könnte ich sagen, okay, ich bin vollkommen anders politisch sozialisiert. Ich kannte Partei, ich kannte auch Parlament und alles, was dazugehört. Aber trotzdem war das eine Herausforderung und als solche auch einzuschätzen, die ich vor dem Hintergrund deiner politischen Sozialisierung und deiner überhaupt noch nicht vorhandenen Erfahrung nahezu als gigantisch betrachtet habe. Und zu dem Mut, dass du die Aufgabe angenommen hast, da hast du nicht nur meine volle Anerkennung, sondern da möchte ich dir gerne einen Orden für verleihen. Lassen Sie mich noch zwei, drei Bemerkungen zur Sache machen. Es war von vornherein klar, und ich habe das ja auch in dem Vorwort geschrieben, dass alles getan wird, um das Ergebnis dieser Ausschussarbeit niederzubügeln. Der Grund ist ein ganz einfacher. Mit Ausnahme der Piraten sind alle Parteien in Berlin und Brandenburg vollständig befangen und damit auch in der ganzen Geschichte mitgehangen. Und leider hat in 20 Jahren keine dieser Parteien etwas aus den Fehlern gelernt, die am Anfang gestanden haben. Sondern man macht ständig weiter so. Was aber für mich erschreckend ist und eigentlich für die ganze Bevölkerung erschreckend sein müsste, ist, dass es in all den Parteien, unter all den Abgeordneten, die seit 1990 an diesem Flughafen basteln, nicht einen einzigen mit einer Ausnahme im Land Brandenburg gegeben hat, der jemals Kritik an dem geübt hat, was seine Parteiforderungen bestellt haben. Das zeigt mir ein Verfassungsverständnis von Abgeordnetentätigkeit, das mit Sicherheit nicht am Anfang des Parlamentarischen Rats gestanden hat, als er auch festgelegt hat, welche Funktion und welche Aufgabe Abgeordnete haben. Dieses unkritische Ja gegenüber politischen Führungen, was ich hier in Brandenburg und auch in Berlin erlebe, ist nur noch identisch mit dem unkritischen Ja in Staatssystemen, die in ähnlicher Form zu Entscheidungen kommen, wie man hierhin gekommen ist. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Hier liegt also ein Verfassungsverständnis vor, was mir vor allen Dingen im Hinblick auf die junge Generation, auf eure Generation, Martin, Sorgen macht.
wenn das so weitergeht, wie sich das entwickelt hat, dass eine Führung festlegen kann, was sie will, und es gibt keine Kontrolle mehr, sämtliche Kontrollmechanismen versagen, und da ist auch die Schuldfrage zu finden, die sehe ich eher bei den Abgeordneten wie bei einem Aufsichtsratsmitglied, denn der Abgeordnete ist dafür zuständig, wer in den Aufsichtsrat kommt, dann muss ich sagen, gibt es eine schiefe Ebene, von der ich nicht weiß, wo dieser Parlamentarismus am letzten enden sollte. Und noch eine Bemerkung zur Schuldfrage, also für mich sind die obersten Schuldigen, die obersten Kontrolleure, und das sind die, die das deutsche Volk zur Kontrolle von Regierungen, auch von Aufsichtsräten in Gesellschaften, die dem Staat gehören, eingesetzt hat. Damit ist für mich die Schuldfrage ganz allgemein geklärt. Was mich aber auch erschreckt hat, und das war, was du auch erwähnt hast, ist die Art und Weise, wie über einen Herrn Brettschneider von Anfang an versucht wurde, keine objektiven Positionen in irgendwo herauszuarbeiten, sondern zu manipulieren. Und dieses Schauspiel, was Brettschneider und Leierli abgeliefert haben, das war schon toll. Nun kenne ich Herrn Brettschneider. Herr Brettschneider ist auch anders sozialisiert. Er ist ein ehemaliger Juso-Funktionär. Und der Mann hat aber mit dieser Methode nur alles unbesehen, auch als Beamter zu tun, der einen Eid abgelegt hat, hat er eine Karriere gemacht, die ich als beispiellos betrachte. Er hat eine Karriere gemacht, die man auch damit vergleichen kann, dass sich Systeme bestimmter Art immer Kommissionen oder Kommissionären bedienen, die dann das umzusetzen haben, was sie im Einzelnen auch gewollt haben. Und die zweite Erkenntnis, ich habe gesagt, ich bin anders sozialisiert, ich gehörte auch zu denen, die mal Diebken und Wissmann die Hauptschuld zugesprochen haben an der Standortentscheidung. Ich habe aber eins gelernt durch die Vernehmung von Herrn Diebken, dass Herr Diebken sehr wohl sagen konnte, halt, so war das alles gar nicht, was da permanent erzählt wurde, dass nämlich der Herr Stolpe überstimmt wurde und dass der arme Herr Stolpe nicht anders konnte, wie Herrn Wissmann und Herrn Diebken zu folgen. Sondern Herr Diebken hat hier unter Eidandrohung ausgesagt, nein, nein, dann kam Manfred Stolpe 1995 zu mir und hat gesagt, Manfred, ich kann nicht liefern, ich kann die Eisenbahnanbindung nach Sperrenberg nicht bezahlen und darum müssen wir jetzt umschwenken auf Schönefeld. Das war seine wörtliche Formulierung. Wer das also weiß, der weiß auch, wie jahrelang die Brandenburger belogen worden sind oder alle die, die unter dem Standort zu leiden haben. Und hier ist eine Aufklärungsarbeit im Ausschuss getrieben worden, die diesen Leuten die Maske heruntergerissen hat. Und das Ergebnis, wieder haben die Kontrollmechanismen total versagt. Der Herr Brettschneider ist heute der Mann, der das Geschäft betreibt, was, man muss sich das nur vorstellen, was eigentlich eine Regierung selber betreiben müsste, da nimmt man einen bestallten Beamten für und alle anderen sind bisher ungeschoren davongekommen. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Betroffenheit offensichtlich nicht so wahrgenommen wird oder so akzeptiert wird, wie sie akzeptiert werden müsste. Und da kann man prophezeien, das wird sich alles mal ändern, wenn dieser Flughafen wirklich ans Netz gehen würde, denn erlebt man ihn in der Praxis und nicht mehr in der Theorie. Danke, dass ich so lange reden durfte, Martin, aber es war mir ein persönliches Bedürfnis. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen eloquenten Beitrag. Der Herr hier in der vierten Reihe. Mittelgang. In der vierten Reihe. Einfach die Hand hochheben. Achso, ja. Jetzt. Ja, Martin, grüß dich. Wie ich dir heute früh gesagt habe auf Twitter, ihr habt unwahrscheinlich viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt. Davor ziehe ich wirklich den Hut. Tag und Nacht da haufenweise Seiten voll pinseln, alles durchforsten. Ich habe aber eine ganz persönliche Bitte, vielleicht klopft ihr mal ab, ob da nicht irgendwie Korruption mit im Spiel ist. Also wenn, nee, ich sag's mal ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grunde kommt ihr auf die glorreiche Idee, einen Menschen da jetzt zum Führer zu benennen, der die ganze Deutsche Bahn in Sand gesetzt hat. Das klingt mir ganz kurios. Und ich meine, mit dieser Benennung von einem Herrn Medorn haben wir doch dann eine Never-Ending-Story geschaffen. Und wer verdient denn dran? Das ist doch mal eine ganz einfache Frage. Ja, ja. Also,
Ja, wir gucken auch nach Korruption. Mehr sage ich dazu jetzt aber nicht. Ich habe doch Landowski gesagt. Ja, du hast Landowski gesagt, ja, ich nicht. Also ja, wir gucken auch drauf und zwar ganz genau. Ich glaube, Hartmut Medon war einfach nur ein Zeichen von absoluter Überforderung aller Beteiligten. Es ging nochmal kurz zu der Wirtschaft, das fand ich sehr gut. Gesundheit oder Wirtschaftlichkeit? Ganz kurz dazu, wirtschaftlich mit dieser Flughafen, meiner Meinung nach sowieso nicht. Ja? Dann lieber Gesundheit. Also vernünftige Randzeiten, Geld für den Schallschutz, für den Lärmschutz und was alles noch so dazugehört, wissen Sie besser als ich. Im Übrigen, das soll ich noch erwähnen, wurde mir eingeflüstert, ist auch völlig richtig, die Wirtschaftlichkeit wurde schon zu Zeiten der ersten Bürgschaft angezweifelt vom Bundesrechnungshof. Die Fragen wurden auch einfach übergangen, beziehungsweise die Kritik daran wurde einfach übergangen. Es war von vornherein anzuzweifeln, es war von vornherein zweifelhaft, dass dieser Flughafen wirtschaftlich zu betreiben sein würde, so wie er geplant war. Und es ist jetzt noch viel mehr anzuzweifeln. Und insbesondere trotz meiner ehrlichen, interessierten Nachfrage bei allen möglichen Gelegenheiten konnte mir keiner auch nur den Ansatz von Zahlen nennen, die irgendeine Wirtschaftlichkeit belegen wollen. Die einzigen Zahlen, die wir für Umsatz pro Flugpassagier für diesen Flughafen haben, kommen von Faulenbach da Costa, der für die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag ein Gutachten gemacht hat. So. Die sind sogar so exklusiv gewesen, diese Zahlen, dass die Sonderkommission, die SOKO BER beim Bund, nur ihn als Quelle hatte. Also wirtschaftlich wird da nichts mehr, da ist klar der Fokus auf Gesundheit. Wir haben nicht mal eine Wirtschaftsberechnung pro Power vorgelegt. Bist nicht dran. Ja, ich hatte mich vorhin kurz vorgestellt. Mein Name ist Matthias Steffke, Vorsitzender des Bürgervereins Brandenburg-Berlin, BVBB. Für diejenigen, die den Verein nicht kennen, will ich nur kurz in Erinnerung rufen, wir sind der Verein, die sehr maßgeblich das Nachtflugverbot, wie es jetzt existiert, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erstritten haben und die vor dem Oberverwaltungsgericht die Einhaltung der Lärmschutzpegel gemäß Planfeststellungsbeschluss per Klage eingefordert und durchgesetzt haben. Wir haben noch zwei Verfassungsbeschwerden laufen. Eine richtet sich auch auf das Nachtflugverbot. Das ist uns längst nicht ausreichend, weil die Nacht nach unserer Vorstellung von 22 bis 6 Uhr geht. Und dann ist noch eine Verfassungsbeschwerde zur sogenannten Restitutionsklage anhängig. Das heißt, diejenigen, die eben nicht ihre Betroffenheit erkennen konnten seinerzeit, da sind wir auch noch dran, hier klarstellen zu lassen vom höchsten Gericht, ob das wirklich mit der Abweisung durch das Bundesverwaltungsgericht getan ist. Ich möchte mich auch erstmal sehr herzlich bei Ihnen, Herr Delius, und bei der Piratenfraktion bedanken und ich sage auch ganz offen, Sie sind im politischen Spektrum der Hoffnungsträger der Bürgerinitiativen, weil wir haben es in Berlin und Brandenburg erlebt, je nachdem, wer an der Macht war oder wer in der Opposition war, sie haben immer versucht, sich den Bürgerinitiativen anzubiedern, Glauben zu machen, sie tun etwas für uns, sie haben Verständnis für die Probleme und kaum waren sie in die Regierung gerutscht, ob das mit der Linken in Brandenburg der Fall war oder mit der CDU in Berlin hier, sie haben dann immer davon abgelassen. Und die große Bitte an Sie ist, fallen Sie nicht um. Egal, was man Ihnen auch in Aussicht stellt und anbietet, eine Koalitionsbeteiligung wird es ja aller Wahrscheinlichkeit hier nicht sein, aber bleiben Sie standhaft. Tief stapeln. Ja. Bleiben Sie standhaft, weil ich prognostiziere Ihnen, dass sich das langfristig für Sie politisch auszahlen wird. Und in dem Zusammenhang auch nochmal ein Dankeschön, dass Sie diese Anfrage gestellt haben zur Beobachtung der Bürgerinitiativen, wodurch ja erstmal rausgekommen ist, dass Bürgerinitiativen, die friedlich demonstrieren, vom Verfassungsschutz und von der Polizei in Zivil beobachtet und begleitet werden, ein Unding eigentlich in einem demokratischen Staat. Zum Untersuchungsausschuss. Natürlich ist es wichtig, die Vergangenheit aufzuarbeiten und deswegen hatte ich vorhin gefragt, wie der Stand ist, was Sie noch vor sich haben.
Ich weiß nicht, ob es wirklich noch am Ende etwas ganz Überraschendes geben wird, was dann auch die aktuell handelnden Personen noch in Bedrängnis bringen kann und bringen wird. Erfahrungsgemäß ist es mit Untersuchungsausschüssen so, vorher sind die Rücktritte schon erfolgt, die Akten sind ausgeflöht und ja, es geht so weiter wie bisher. Deswegen ist auch meine Bitte und mein Appell, wenden Sie sich auch mit Ihrer Fraktion und vor allem den aktuellen Problemen des Flughafens zu. Ich weiß, ohne Sie jetzt despektierlich behandeln zu wollen, das ist für eine kleine Fraktion schwierig. Ich leite selber eine kleine Fraktion im Brandenburgischen und weiß, dass man mit wenigen Mitgliedern, die alle Spektren abzudecken haben, auch schnell an seine Grenzen stößt. Aber wichtig ist jetzt, dass wir es hinbekommen, eine Lösung zu finden, wie wir das Ding wegbekommen. Die Rückbetrachtung in allen Ehren, ja, soll weiter gemacht werden, aber wir müssen schauen, wie wir das Ding wegbekommen. Und da sollten Ihre Fraktion und die Bürgerinitiativen enger noch zusammenarbeiten. Würde ich mich freuen, wenn wir nachher auch draußen noch so ein persönliches Gespräch zu führen können. Ansatzpunkt sollte aus meiner Sicht sein, dass man der Bevölkerung wirklich erklären muss, was das Ding kostet und was zu ihren Lasten geht. Ihre Umfrage da in allen Ehren, ich weiß nicht, ob das jetzt das Thema der Stunde ist, weil wir wollen natürlich auch die Belastung für die Steuerzahler loswerden, aber die Belastung des Fluglärms und des Katastrophenrisikos, der Wertverluste, bleibt ja bestehen, egal wer Anteilseigner dieser Flughafengesellschaft ist. Deswegen also stimme ich dieser Umfrage oder diesem Ansatz nur bedingt zu. Wir müssen gemeinsam den Bürgerinnen und Bürgern sagen, wo es immer weiter klemmen wird. Wir haben die verdreckten Schulen jetzt dieser Tage gesehen. Wir haben gesehen, dass Fenster den Lehrern und den Schülern auf den Kopf fallen, weil die bauliche Instandhaltung nicht mehr geleistet werden kann. Die Grünpflege wird immer mehr vernachlässigt. Die Straßenzustände verkommen immer weiter. Wenn man das den Bürgerinnen und Bürgern verdeutlicht, und das wollen wir als Bürgerinitiativen verstärkt tun, dann gewinnt man auch diejenigen für unser Anliegen, diesen BER am Standort Schönefeld aufzugeben, die momentan nicht vom Lärm betroffen sind, auch zukünftig nicht vom Lärm betroffen sind, aber die in anderer Weise, nämlich finanziell betroffen sein werden, Lehrerstundenausfall, Kita-Erzieher-Mangel und. Also da würde ich mich freuen, wenn wir da zusammen mal uns auf eine Strategie versuchen zu verständigen oder sie zumindest diskutieren. Und ansonsten erstmal für Sie alles Gute. Danke für diesen Zwischenbericht und Ihr Buch. Möchtest du, Herr Ugarte sagt was vor dem nächsten Beitrag. Ich bin nur ganz kurz, weil ursprünglich, ich bin ja nicht im Parlamentarismus aufgewachsen, sondern woanders, ursprünglich in Bürgerinitiativen, und ich weiß ein bisschen, wie es dazu geht und dass man sich mal streitet und dass man sich mal um die Richtung kümmern muss. Also ich habe ziemlich viel gemacht bei der Initiative Berliner Bankenskandal mit dem Professor Grotjan. Ich weiß nicht, wird einigen vielleicht noch ein Begriff sein. Und wir hatten damals bei der Bankgesellschaft die mehr oder weniger erfolgreiche Strategie uns irgendwann überlegt, wir müssen diesen Laden einfach delegitimieren. Und so mit allen Mitteln. Das heißt, bis hin zum zivilen Ungehorsam, dass man in die Banken reingeht, oder das haben wir ja gemacht, wir haben die Banken besetzt, wir haben uns da raustragen lassen, wir haben das ein oder andere Gerichtsverfahren dann an den Hals gekriegt, wir haben ein Volksbegehren gemacht gegen die Risikoabstimmung für diese Bank, lauter solche Geschichten. Man macht sich nicht sehr beliebt in dieser Stadt, aber das muss man dann halt in Kauf nehmen. Und vielleicht, das kann ja auch ein Mittel der Bürgerinitiativen sein, dass man vielleicht einen Flughafen, nein, ich werde nicht zu Straftaten aufrufen, Herr Delius ruft auch nicht zu Straftaten auf, um Gottes Willen. Sollen wir mal einer nachweisen? Shoppingtour mal machen. Ja, vielleicht geht man mal den Flughafen, da gibt es ja auch Tage der offenen Tür oder was auch immer. Ja, oder man macht die Tür selber auf. Ja.
Also wie dem auch sei, also man muss da, glaube ich, bei den Bürgerinitiativen, das ist ernsthaft, man muss ein bisschen frecher werden. Also man, haben Sie ja gesagt, es reicht nie, wenn man mit Politikern irgendwie nur hübsch sich was überlegt und dann sagt, ja, man kommt auf irgendeinen Konsens. Es wird keinen Konsens geben zwischen Bürgerinitiativen und Parlament, werden Sie nie hinbekommen. Das heißt, es ist leider Ihre Aufgabe, dieses Projekt zu delegitimieren. Wir tun unser Bestes, Berlin hier schlecht zu reden. Sie müssen draußen arbeiten und dann wird es auch laufen. Ich denke, dass wir solche Aktionen auch vielleicht unterstützen könnten in der einen oder anderen Weise, aber das muss halt von Ihnen kommen. Das ist einfach die Erfahrung, die wir mit der Bank damals gemacht haben. Also vielleicht klappt es ja auch bei Ihnen. Ja, guten Abend. Mein Name ist Klaus Pfennigwerth. Ich bin auch Mitglied des BVBB. Ich bin auch oft in Friedrichshagen. In Friedrichshagen habe ich sogar ein bisschen den Spitznamen, dass ich etwas sehr laut und direkt bin. Ich hoffe, ich bin es heute nicht und kann mich zurückhalten. Herr Delius, ich freue mich erstmal auch, dass, und da spreche ich hier Achim Stefka aus dem Herzen, dass jemand noch nicht so involviert ist in den Betrieb. Sie haben genauso meine Hoffnung. Ich habe auch das letzte Mal in Berlin die Piraten gewählt in dieser Hoffnung. Ich hoffe, ich bin dafür oder werde dafür nicht enttäuscht. Normalerweise muss ich sagen, schlägt mein Herz, bin ich ein verkappter Grüner, weil ich meine Prämisse ist, so viel Verbrauch wie nötig und Belastung so wenig wie möglich. Und dieses Ziel, das haben fast alle aus den Augen verloren. Wo eigentlich die Menschheit mal hingehen soll, das weiß ich nicht. Wir sind bloß noch geldgeil hier. Das macht mich eigentlich fertig. Und da sage ich auch, was mich schon wieder bewegt, ich hoffe, dass die Piraten nie auf so eine Position kommen. Wir sind jetzt mal so weit. Schönefeld hat schon so viel gekostet oder BER. Jetzt müssen wir weiter so. Das hatten wir vor der letzten Bundestagswahl in verknallter Wahlhelfer der Grünen so gesagt. Das geht nicht. Das ist ein Wahnsinn. Es gibt zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland einen schnellen Brüter in Kalkar, der gebaut werden sollte. Über 1 Milliarde. Dann hat ein findiger Mensch eine Frage gestellt, was machen Sie, wenn das Kühlmittel austritt? Keiner hatte eine Antwort. Der Riesenhuber hat dann mit einem Zug das ganze Projekt und über 1 Milliarde in Sand gesetzt. Das hoffe ich hier genauso. Obwohl ich genauso sage, ich hatte nichts dagegen. Es hat ja schon findige Leute gegeben im BVBB und der BVBB vertritt auch weiter diese Ansicht, dass es ein Nachnutzungskonzept gibt, womit man sich beschäftigt hat und vielleicht könnten die Piraten das auch in gewissem Maße aufgreifen. Da wird zum Beispiel der Kompromissvorschlag gemacht, kurzzeitig in Betrieb gehen, aber gleich eine Alternative schaffen. Wir wollen ja nicht alles wegschmeißen, wir sind ja keine Bilderstürmer. Und jetzt vielleicht noch eine fachliche Frage, auch dazu, was jetzt vor kurzem in der Zeitung war und so, die 400 Millionen offene Forderungen. Da ist doch die Frage, sind die denn in dem Kostenrahmen noch mit drin oder wer lügt denn schon wieder, was ist von oben runter? Für mich ist das, diese Intransparenz hat schon nichts mehr mit vertuschen, das sind eigentlich schon betrügerische Handlungen. Und da stelle ich auch mal die Frage, ob man nicht solche Leute, die sowas vornehmen, die sind dann eine Zeit lang ruhig weg und dann ist alles verjährt, dass man vielleicht irgendeinen Passus schafft, wieder Einsetzung in den ursprünglichen Zustand, dass die alle an Haken genommen werden für ihre Betrügereien. Das wäre eine Aufforderung, mal nachzudenken. Und vielleicht noch hier, ich habe die Umfrage von euch sehr wohl zur Kenntnis genommen. Mein Eindruck ist aber leider, hier in Berlin geht es 50% der Menschen glatt am Süden des Kreuzes vorbei, was eigentlich Schönefeld betrifft. Die betrifft das nicht, die fühlen sich nicht zuständig, das ist egal. Man darf nicht von so einer Zahl ausgehen. Für mich ist das Wichtigste, die Betroffenheit feststellen. Ja, erstmal das. Ja. Ja,
war jetzt ein engagierter Redebeitrag, da kann schon mehr kommen. Ja, war ein bisschen mehr. Vielen Dank für die Wahl, Sie waren das also. Die Nachforderung, 400 Millionen offene Forderung, da fängt es mit der Semantik schon an. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Budget, einem Kostenrisiko und einer Kostenprognose. Jetzt können Sie mal fragen, welches dieser drei Wörter, es sind eigentlich fünf, ich nehme jetzt mal nur die drei, dieser drei Vokabeln, das ist, was immer in der Presse steht mit den 4,2 Milliarden oder 4,7, das ist das Budget. Ja. Dann gibt es da noch das Kostenrisiko. Das Kostenrisiko ist da gar nicht mit einberechnet. Das Kostenrisiko ist möglicherweise dann etwas, was in einem Nachtragshaushalt in Berlin oder in Brandenburg oder so mit einberechnet, mit neuen Zuschüssen versehen werden soll. Und die Kostenprognose, Entschuldigung, jetzt habe ich es selber verwechselt, das Kostenrisiko ist das, was Sie gerade ansprechen. Das ist dann der Flughafengesellschaft auch offensichtlich egal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko eintritt, im Moment den Unterlagen, die ich gesehen habe beim RBB, mit über 80% bewertet wird. Es bleibt ein Risiko, es wird nicht in die Prognose mit übernommen, deswegen, nein, das ist da nicht dabei. Also so wird das dann auch getrickst und da kann man noch davon ausgehen, dass da noch mehr versteckt ist. Wir hatten ja auch mal den Vorfall, dass irgendwie 250 Millionen hinter der Heizung an offenen Rechnungen gefunden wurden. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, das war auch letztes Jahr, die da auch plötzlich aufgetaucht, so müssen wir jetzt mal bezahlen. Also so läuft das da. Das letzte war, was war die letzte Frage, habe ich jetzt wieder vergessen? Nee, Sie hatten noch irgendwie, helft mir mal, irgendein letzte Punkt nach den 400 Millionen, was war das denn? Soll ich jetzt? Ah, die Umfrage, genau. Was glauben Sie, dass wir die 50% sind, die da Nein sagen? Also, der Punkt ist, dass man sie anders kriegen muss. Und da habe ich ja um Ihre Hilfe gebeten. Weil mir ist völlig klar, das kann man nicht irgendwie, gerade nicht als Oppositionspartei, gegen alle politischen Widerstände sowas rausposaunen. Ich habe ja den Vorschlag, neu zu planen und den BER jetzt so kurzfristig fertigzustellen, was Sie auch skizziert haben, habe ich ja schon mal gebracht. Wie gesagt, da kam das her mit dem Hohn und Spott für die. Das haben alle anderen Parteien gesagt, das kann man nicht machen, das geht nicht. Für mich ist es Fantasielosigkeit, für mich ist das die Überforderung mit dem Problem, ich sage es gern nochmal, hat nichts mit einem Lösungsansatz zu tun. Deswegen und aus der Erfahrung daraus ist es auch so wichtig, dass so ein Vorschlag eben getragen wird von den Leuten, die jetzt hier sitzen und auch den Leuten, die sie erreichen, die sie hier sitzen und auch anderen, die wir ansprechen können. Dann kriegt man auch die 50%, von denen Sie gesprochen haben. Wenn man nämlich die an ihren Kosten packt, ja. Die sind vielleicht nicht vom Lärm betroffen, wobei, fragen Sie mal die Leute in Tegel, die sind vielleicht nicht vom Lärm betroffen, die sind vielleicht nicht von irgendwie, die sind vielleicht nicht Urlauber am Mögelsee oder haben da ein Boot oder solche Sachen. Aber die kostet das Projekt kostet die etwas und das muss man denen klar machen. Und dann muss man ihnen klar machen, dass das auch nicht weniger wird. Dann muss man denen auch klar machen, dass es nicht aufhört, etwas zu kosten, die öffentliche Hand, und zwar direkt an Steuergeldern, wenn das Ding eröffnet ist. Rainer Bommer hat gesagt, das dauert 30 Jahre, bis das amortisiert ist. Das ist noch eine konservative Schätzung nach Meinung des Verbands der deutschen Luftfahrtunternehmen. Dann ist das Ding aber schon kaputt. Also die 30 Jahre kostet das Ding. Das wird auch die einzige Einnahmequelle der Flughafengesellschaft sein. Das muss man den Leuten klar machen und dann wird so ein Vorschlag auch gleich viel attraktiver. So, vor der nächsten Wortmeldung schiebe ich noch kurz was Technisches ein. Das Mikro bitte, weil wir nebenbei aufnehmen, immer ein Stückchen weghalten, weil wenn man sehr laut spricht, übersteuert es sonst. Dann was Organisatorisches. Sie habe ich schon auf dem Zettel, Sie nehme ich noch. Ich habe jetzt 6, 7, 8 Wortmeldungen auf dem Zettel. Ich bitte Sie, sich ein bisschen kurz zu fassen, dass auch jeder drankommt. Wir wollen dann so kurz nach 9 wollen wir dann auch noch zum gemütlichen Teil übergehen. Da kann man sich dann ja auch noch unterhalten. Aber ich schreibe sie hier auf.
Ja, ich habe mich ja vorhin schon mal was gesagt. Mein Name ist Ingo Tischel. Ich habe selber mal Akteneinsicht bei der Senatskanzlei gestellt, habe die auch bekommen und habe die Akten von April 2011 bis einschließlich April die Akten 2012 einsehen dürfen, weil es heißt, dass eben halt die Referenten, die mich da beaufsichtigt haben, wahrscheinlich mit der Akteneinsicht den Antrag überfordert gewesen sind. Also es hätte mir nicht gestattet werden dürfen. Das Verkehrsministerium hat sich auch dementsprechend, nachdem ich beim Verkehrsministerium auch Akteneinsicht gestellt habe, bei der Senatskanzlei auch beschwert, die hätten mich zu großzügig behandelt. Also ich will die ganze Geschichte nicht erzählen. Für mich liegt das größere Problem auch bei der Intransparenz, die da herrscht. Also die ganzen Bürgerinitiativen, die immer irgendwelche Zahlen, irgendwelche Planungen und sonst was bei den Verwaltungsgerichten einklagen müssen. Ich denke mal, es liegt auch an dem Informationsfreiheitsgesetz in Berlin, dass eigentlich, wenn da drinnen steht, in Paragraph 3, jeder Bürger hat das Recht auf Akteneinsicht, aber es mit ungefähr 4, 5, 28 Paragraphen wieder dagegen gesetzt wird oder bei einer Ablehnung dann das Aktienrecht drüber gesetzt wird. Ich finde das eigentlich nicht richtig und da müsste auch der Gesetzgeber dieses IFG-Informationsfreiheitsgesetz, das muss auch dahingehend geändert werden und das ist auch eine Sache der Parlamentarier, dass der Bürger wirklich, wenn er kein wirtschaftliches Interesse hat, so wie ich habe kein wirtschaftliches Interesse, ich mache das rein privat, ich habe da bislang ein Dreivierteljahr Arbeit reingesteckt, ich habe 2700 Seiten Aktenlage mit Gutachten, allen möglichen, ich habe einen Piratentalk mit Martin Dios gehabt, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass du den Untersuchungsausschuss sehr souverän leitest und dass die Arbeit, die du mit deinem Team machst, hervorragend ist. Also ich denke, manche sind auch erschrocken, manche sind auch erschrocken, auch von den Grünen, von den Roten oder was weiß ich, dass du das so gut leistest oder euer Team das so gut hingekriegt hat. Ich denke mal, dass der Gesetzgeber das ändern muss und ich hoffe, dass die Piraten da auch hingehend vielleicht mal eine Anfrage stellen, warum. Da habe ich ja auch schon mal drum gebeten, warum, wenn ein Bürger vorher Akteneinsicht hatte, man ihm die später verwehrt und ihm die Akteneinsicht weiter verwehrt. Ich habe es eben halt jetzt bei der Petition eingereicht. Ich hoffe, die können mir helfen. Falls nicht, werde ich versuchen, ein Spendenkonto einzurichten und dann werde ich nochmal versuchen, über eine Verwaltungsrechtsklage die Akteneinsicht weiterzukriegen, damit ich am Detail auch von außen weiter dran arbeiten kann und dann vielleicht, das ist auch eine Sache für die Zukunft, wenn es nämlich ein Transparenzgesetz gibt oder das IFG ausgeweitet wird, dass der Bürger wirklich ohne große Schwierigkeiten die Akteneinsicht haben könnte, dann werden in Zukunft solche Projekte viel vorsichtiger geplant. Dann wird man nämlich sagen, pass mal auf, das Risiko gehe ich gar nicht erst ein, weil nämlich der Bürger dann auch mal sagt, pass mal auf, das ist zu teuer oder das ist zu günstig kalkuliert, das könnte in die Hose gehen, ich habe jetzt das Vorbild schon mal. Und das wollte ich nur sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Nehmen Sie auf die Liste. Nächster Beitrag. Moment. Der nächste Beitrag war hier von meiner Liste. Sie sind etwas später dran. Das ist eingeschaltet. Mein Name ist Stein, ich komme aus Müggelheim, bin sowohl Betroffener wie die meisten hier, bin auch Kläger gewesen und so weiter. Was mich verwundert, wie die Gerichte und die Richter sich anmaßen, über Gesundheitsprobleme zu entscheiden. Seit spätestens 2001, seit der Nachtfluglärmkonferenz in Neufahren, ist bekannt, dass Nachtfluglärm krank macht. Damals hatten sich Lärmwissenschaftler getroffen und hatten Empfehlungen für Lärmgrenzwerte gegeben, vom Dauerschall ausgehend, nachts 45 Dezibel, tags 55 Dezibel. Inzwischen hat die WHO den Nachtwert runterkorrigiert auf 40 Dezibel. Es sind seitdem sehr viele Arbeiten, Publikationen, Gutachten erschienen, besonders von Klägerseite.
seitens des Gerichtes alles abgelehnt. Da gibt es ein bekanntes Quartett, das die Gutachten auf medizinischer Seite anfertigt. Das sind die Herren Janssen, Frau Griefahn, die Herren Scheuch und Spreng. Die haben dann die Lärmsynopsis für Frankfurt, für Fraport verfasst, damit die vierte Stadt- und Landebahn ausbauen können. Und wie gesagt, auch gleiche Vorgaben für Schönefeld gemacht, nach denen sich die Richter richten. Die Gutachten, die von Klägerseite gekommen sind, wurden einfach gesagt, sie haben keine wissenschaftliche Grundlage und so weiter. Jetzt läuft bis 2016 oder noch länger noch die NORA-Studie, wo die Wirkungen, die gesundheitsschädlichen Wirkungen von Fluglärm erfasst werden sollen. Ja, da gibt es sehr viele Wissenschaftler, die sagen, die NORA-Studie kann abgebrochen werden, die bisherigen Erkenntnisse sind relevant und aussagekräftig. Aber wie gesagt, danach richtet sich keiner. Die Gesundheitskosten werden nicht berücksichtigt in der ganzen Planung, und was uns in Müggelheim in der Einflugschneise und auch andererseits bedroht, sind noch die immensen Eigentumsverluste, die Wertminderungen, die werden jetzt auch kleingeredet. Da heißt es, es gibt keine Wertminderung durch Flughafen. Da kann man die Entwicklung verfolgen von der Anhörung. Da wurde noch für bestimmte Regionen, die in Flughafennähe liegen, Wertminderung anerkannt. Das war schon beim Planfeststellungsbeschluss eingeschränkt vom Gericht, naja, das muss man halt in Kauf nehmen, und ein Gutachter wie Kühling, der die Warenwertverluste brachte, wurde gar nicht zur Kenntnis genommen. Das war das, was ich noch darauf hinweisen sollte. Dann vielleicht noch eine Bemerkung. 2006 bei der Grundsteinlegung in Schönefeld, da waren die Betroffenen ausgeschlossen worden. Ja, es hatten sich damals zu 14 Uhr da etwa 50 bis 60 Rentner eingefunden, die mit ihren Plakaten darauf hinwiesen, dass es auch Betroffene gibt. Ja, diese Rentner kamen in einem Polizeikessel, in dem sie fast eine Stunde ausharren musste, in der Presse darüber kein Wort. Und jetzt vielleicht das allerletzte noch dazu. Es ist ja, wie gesagt, ein Volksbegehren Tempelhof durchgeführt worden. Da war gestern in der Berliner Zeitung ein Bericht über möglichen Stimmenbetrug und dass man wohl ändern müsse, dass die Stimmen genau ausgezählt werden. Ich gehörte 2012 zu den Mitinitiatoren Nachtflugverbot des Volksbegehrens von 22 bis 6 Uhr. Wir waren kaum in der Presse, allenfalls mal mit Negativberichten. Über die Tempelhofer wurde immer da sehr viel berichtet und so weiter. Ja, von uns wurden dann etwa 25.000 Stimmen als fehlerhaft gewertet. Ob überhaupt die Wahlunterlagen aus den Bezirksämtern oder die Abstimmungsunterlagen aus den Bezirksämtern dahin gegangen sind, muss ich jetzt auch in Frage stellen. Ich hatte mir nochmal die Zahlen rausgesucht, die sind noch in meiner Tasche. Da kam von den Bezirksämtern sehr wenig, bei Tempelhof 25.000 plötzlich. Nun, was mich an dem Tempelhofer Volksbegehren stört, dass eben es keine Randbebauung geben soll. Und vielleicht noch eins zu der Auszählung der Tempelhofer oder Wertung stimmt, da soll es eine Abstimmung zwischen Herrn Henkel und der Frau Merzbach gegeben haben, laut Berliner Zeitung, und da soll man das wohl nicht so streng nehmen. Für mich ist von Anfang an die Vermutung, dass man Tempelhof möglicherweise als innerstädtischen Flughafen offenhalten will, und da ist nun, wie gesagt, es war damals, gab es ja schon mal ein Begehren, was die CDU durchgeführt hatte, also ich kann mich nicht ganz dessen verwehren, dass dort die Unterschriften, wie gesagt, man äußerst großzügig ist, und bei uns war, wie gesagt, man mehr als penibel. Dankeschön. Also um Sie zu beruhigen, von Tempelhof wird, wenn es nicht eine Notlandung ist, irgendwie keiner mehr fliegen oder dort landen. Ganz grundsätzlich, was Sie ansprechen, ist ein wichtiger Punkt. Wir hatten ja über die Beteiligungsverfahren gesprochen, beziehungsweise ich hatte ja gesagt, dass das nicht funktioniert. Wir haben
als Piratenfraktion, als Piratenpartei eine relativ einfache Formel. Die Quoren müssen runter, die Initiativen müssen auch über elektronischen Wege abgegeben sein, damit gerade in Brandenburg sind die Wege ja immer sehr lang und dann muss man da irgendwie hingehen. Und wenn es dazu kommt, dass es ein Volksgesetz, eine Volksabstimmung geben soll, dann müssen die, wenn möglich, an Wahltagen stattfinden, an ordentlichen. So, 3 Punkte, ganz klar. So, okay, es gab aber ganz viele Fragen, ich will das nicht weiter aufhalten. Ann-Kathrin, vielleicht... Oder? Genau, ach nee, da. Ich habe schon. Daniela Berger, Piratenpartei. Ich habe eine kurze Frage zu diesen Nachzahlungen. Und zwar habe ich das auch so ein bisschen in den Medien verfolgt. Und da ist immer von der mangelnden Motivation der Firmen die Rede. Und also ich stecke nun nicht tief in der Materie drin, aber es erscheint mir fast ein bisschen zynisch, weil es ist ja nun tatsächlich so, dass diese Firmen auf Geld warten für bereits geleistete Arbeit. Habe ich das richtig verstanden, weitestgehend? Und da wird das jetzt zum Teil dargestellt, als würden diese Firmen halt so da sitzen, so auch müde. Dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr, auf dieser Sandkiste mitzuspielen. Aber wie ist denn jetzt eigentlich im Allgemeinen so die wirtschaftliche Lage der Firmen, die da mitarbeiten? Können die das überhaupt noch? Oder steht denen mittlerweile mangels dieser Nachzahlung das Wasser so zum Hals, dass sie ja gar nicht mehr können? Also ich würde sagen, ich beantworte mal die Frage und derweil da, ich habe direkt im Blick, das liegt auch sicherlich daran, dass ich direkt im Blick habe, da sind 2 Menschen da an dem Tisch, die sich schon ganze Weile ganz wild melden. Ich würde jetzt wirklich die gerne dann mal als nächstes dran nehmen. So, zu den Nachträgen, das ist ganz, sind ganz viele Gründe. Man muss zum einen wissen, es gibt ja diese sogenannte Gutschein, nee, ich habe wieder vergessen, wie sie heißt, diese kleinteilige Vergabe am BER. Die 400 Millionen sind ein Unterschied zwischen den Forderungen der Firmen und dem, was die Flughafengesellschaft bisher bereit ist zu zahlen, also so in Summe. Das betrifft aber 1400 noch irgendwas Einzelforderungen. Das heißt, da sind ganz große und ganz kleine dabei. Zu der letzten Frage, da ist davon auszugehen, da so dicke Pötte wie Bosch und Siemens drin sind, dass ganz viele kleine Firmen aus der Region da auf Geld warten. Ja, also ich kann das nicht bemessen, aber das kennen wir ja auch, die Berichte gab es auch schon. Es ist natürlich so, dass die, also zum einen ist es so, dass die Firmen vor einem ganz schweren, in einer schweren Entscheidung stehen. Geben sie Kontra und sind dann möglicherweise nicht mehr dabei und kriegen den Auftrag nicht, der möglicherweise notwendig ist, gerade für kleine Firmen, für große ist das völlig egal, kriegen den Auftrag nicht. Oder spielen sie mit und kriegen erstmal kein Geld. So, weil dann geht es um weitere Nachtragsverhandlungen. Es geht ja nicht nur darum, dass das bezahlt wird, was schon erledigt ist, sondern dass irgendwie Nachbesserungen, denkt man mal an die berühmte Entrauchungsanlage, da muss die Klappe wieder aufgenommen, da muss die Decke wieder abgehängt werden. Dafür sind Firmen für diese einzelnen Gewerke verantwortlich gewesen. Die Firmen sollen das natürlich dann wieder machen, weil die haben das einmal gemacht und die haben das Material da nach Willen der Flughafengesellschaft. Die Firmen würden das ja auch gerne, aber wollen auch erstmal einen Teil ihres Geldes. So, das ist diese Verhandlungssituation. Das dann in der Öffentlichkeit, ich finde das auch ein bisschen pervers, dass dann in der Öffentlichkeit steht, diskutiert wird darüber, dass die Firmen ja pokern und sich da mal nicht so haben sollen. Das kann ich gar nicht verstehen vor dem Hintergrund, das bringe ich auch immer wieder, dass der regierende Bürgermeister dieses Bundeslandes 2012 sich hingestellt hat vor einer Unternehmertagung und gesagt hat, die Firmen sind schuld. Ja? Dass dann eine Firma keinen Bock mehr hat für diese Flughafengesellschaft, für null zu arbeiten, wenn das noch und noch und noch länger dauert und ein Termin nicht in Sicht ist und mal ein Zahltag nicht in Sicht ist, das kann ich total gut nachvollziehen. So. Okay, so, das nur dazu, bitte jetzt die Herren da hinten. Klaus Niemann, Friedrichshagener Bürgerinitiative. Es gibt einen Partner in der Finanzierung, von dem hier überhaupt noch nicht die Rede war. Das ist die EU-Kommission. Es hat 2012 am Ende des Jahres die Zustimmung der EU-Kommission gegeben, dass 1,2 Milliarden Euro der Flughafengesellschaft wieder zur Verfügung gestellt werden konnten. Wenn das nicht gekommen wäre, wäre die Flughafengesellschaft ohnehin schon insolvent gewesen. Die Begründung, Herr Ugarte, Sie kriegen von mir noch einen Brief, mir ist das heute wieder eingefallen. Die Begründung der EU-Kommission, weshalb man diese Zahlung geleistet hat. Wir haben Friedrichshagener Bürgerinitiative über Rechtsanwälte bei der EU-Kommission nochmal nachgefragt. Die EU-Kommission hat vor ungefähr 4 Monaten zurückgeschrieben, das Geld hat man ja gezahlt, weil das Bundesverwaltungsgericht ja festgestellt hat, dass der Schaltschutz jetzt zu bezahlen ist.
nachträglich so viel Geld kostet. Und der Flughafen ja davon ausgehen konnte, so schreibt die EU-Kommission, wenn das Urteil so nun schon gefällt ist, dass der Flughafen es ja doch im guten Glauben war, nicht umsetzen zu müssen. Wenn die Bundesregierung mit solcher Begründungen bei der EU Beihilfe bekommt, dann ist mir völlig unverständlich, warum diese Frage nicht im Untersuchungsausschuss oder in den Parlamenten auch eine Rolle spielt. Mein Name ist Piepenhagen aus Blankenfelde. Ich bin Mitstreiter im BVBB und aus der heißen Phase der Anhörung. Herr Delius, Sie sprachen die Kosten an und nun brauchen wir eigentlich Mut und machen ein Volksbegehren, Flughafen oder Kosten nicht mehr, nein. Und ich bin überzeugt, in Brandenburg gelingt es uns, dieses durchzusetzen, denn wir haben einen Einsatz geleistet und der Einsatz, der würde jetzt noch höher kommen. Ich bitte darum, mal nachzudenken, ob wir die Chance haben, hier einzusteigen. Danke. Vielen Dank. Ja, bitte. Also das ist genau das, was ich meine. Ganz konkrete Dinge, die aus den Bürgerinitiativen kommen können. Volksbegehren ist einmal das Volksbegehren ist für uns in Berlin, die politisch für ausgeweitete Randzeiten kämpfen, immer ein Argument. So, das hilft also auch länderübergreifend, sonst mal in den Diskussionen. Ich wollte noch was sagen zu den EU. Ich glaube, man sollte nicht, also es klang so ein bisschen, dass zwei Dinge auch durcheinander gekommen sind. Einmal der Private Investor Test, den die EU gemacht hat 2012. Da muss man ja sagen, dass der zu einer Zeit gemacht wurde, da gab es noch einen Eröffnungstermin. Ja? Da gab es also, da wurden Investoren gefragt, ob sie denn gerne möchten, beziehungsweise es wurde ein Interessenbietungsverfahren eingeleitet. Unter der Maßgabe, es gibt einen Eröffnungstermin und das Ding wird eröffnet. Der würde jetzt, Glaskugel, würde jetzt anders ausgehen. Sagen wir es mal so. Ne? Also es ist auch die Bekanntgabe des geplatzten Eröffnungstermins hat einen zeitlich sehr interessanten Zusammenhang mit der Entscheidung der Kommission. Das andere sind diese, die haben wir ja auch schon angesprochen, diese mangelnde Umweltverträglichkeit. Das muss man auf einen Punkt bringen. Das ist auch das, was Dr. Ugarte ausgeführt hat. Durch diese Gefälligkeitsgutachten, durch diese Nachreichung und die Art der Weise, wie dann formuliert wurde im Planfeststellungsbeschluss, dass das das Schlupfloch ist, worauf sich jetzt auch die Bundesregierung stützen kann, weil die nach ihrem eigenen Gesetz nur handeln muss und nicht nach der Kommission an dieser Stelle, ist das Schlupfloch, dass dieser Flughafen ein Ausbau des Flughafens Schönefeld ist. Das ist die Formulierung, das ist, darum geht es. So, wenn das nicht gewesen wäre, hätte auch die FBB, damals nicht FBB, ich weiß, anders nachreichen müssen in der Planfeststellung, da hätten andere Dinge passieren müssen. Das war auch der Tipp von Herrn Gensch, so, also einer der Tipps von Herrn Gensch, der ist ja vielfältig gewesen, das ist der Ausbau von Schönefeld, dann habt ihr nicht so viele Probleme mit der Umweltverträglichkeit, mit den Genehmigungsverfahren für die Schutzzonen und so weiter und so fort. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Okay. Drei Fragen sind auf meiner Liste. Das sind Sie, Sie und Sie. Bitte nicht nervös werden. Ich weiß, das dauert lange, aber ich habe es der Reihenfolge nach aufgeschrieben. Ja. Mein Name ist Peter Abt vom Verein Fluglärm, Teltow gegen Fluglärm. Ich begrüße das sehr, diese Initiative unten bleiben, gerade vor dem Hintergrund, dass ja die große Koalition sich ganz feierlich zu dem Flughafen BER bekannt hat. Und insofern wäre es ja toll, wenn die Länder auf dieses faule Ei, das Defizit bringt, verzichten könnten. Das sollte also wirklich auch in Brandenburg weiter verfolgt werden. Wir sollten dies auch bei den Wahlprüfsteinen, die Bürgerinitiativen den zukünftigen Landtagsabgeordneten und den Stadtverordneten vorlegen wollen, mit aufnehmen. Das Nächste, was mir durch den Kopf geht, ist, wir sollten in Berlin vielleicht, oder Berlin sollte auch überlegen, diesen gemeinschaftlichen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg eventuell zu kippen, da das Land Brandenburg argumentiert, wir sind ja in einer sibyllinischen Partnerschaft
mit Berlin und können natürlich nicht das Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr durchsetzen. Wenn diese Landesentwicklungspläne entkoppelt sind, besteht wohl eine größere Chance in dieser Richtung, die eben 250.000 Bürger in Berlin und Brandenburg unterzeichnet haben, ohne zu großen Aufwand betreiben zu können, durchzusetzen. Das war's. Vielen Dank für die Idee, die Sache mit dem 1 Euro auch unten bleiben zu nennen. Darauf sind wir noch gar nicht gekommen. Lohnt sich, solche Veranstaltungen zu machen. Mir wäre es natürlich lieber, wenn Berlin sich klar für die Ausweitung der Randzeiten einsetzt. Also das ist jetzt so mein politisches Ziel, dass halt beide in diese Richtung argumentieren und dass man sich nicht gegenseitig ausspielt. So. Für unsere fleißigen Moderatorinnen und Mikrofonträger. Ich muss mal ganz dringend auf die Toilette. Und es ist auch so, dass mir gesagt wurde, dass da draußen schon ein Buffet und auch Wein und andere Getränke auf uns warten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist spät. Ich spreche gerne noch den halben Abend gemütlich in der Runde, aber lassen Sie es uns jetzt langsam ausklingen, okay? Also zwei Herren sind auf der Liste, vielleicht können... Genau. Ja, Truss aus Friedrichshagen, nur eine ganz kurze Frage, und zwar, es fällt schwer, sich vorzustellen, dass Planfeststellungsverfahren und Flugroutenfestlegung ohne gravierende Amtspflichtverletzungen durchgeführt wurden. Das ist besonders brisant dadurch, dass die möglicherweise schadenersatzpflichtig sind. Wird das im Untersuchungsausschuss thematisiert? In jedem Fall ist das Thema des Untersuchungsausschusses. Wir haben in dem zurückliegenden Verfahren, bis auf das, was wir schon beschrieben haben, das ist ein sehr gravierendes Problem, das wird ja gerade auch gerichtlich geklärt, keine erhärteten Indizien gefunden. Das heißt nicht, dass wir nicht noch welche finden, ist aber auf jeden Fall Thema. Gilt wie alles andere, solange die Berichte daraus nur irgendwie so ein Fraktionending sind und nichts Offizielles, hilft das auch vor Gericht noch nicht. Müssen wir halt auf den Schlussbericht warten. Die letzte Frage. Das ist schon die letzte Frage hier hinten. Frage. Im Prinzip ist es ja keine Frage. Also Landesverband Berlin, Weinberger ist mein Name, Piratenpartei. Ich finde toll, dass jetzt hier alle möglichen Probleme aufgelistet wurden und so weiter. Die Frage ist für mich immer, wie können wir Lösungen schaffen? Welche Dinge lernen wir da draus, um zukünftig, weil wir haben ja nicht nur den BER, wir haben ja in Deutschland viele Projekte, die gegen die Wand gelaufen sind. Und bei den Piraten haben wir uns auch eine Menge Gedanken gemacht. Und zwar im Workshop in Dresden, da ging es um Vergabe und so weiter und so fort. Also zum Beispiel auch die Planung ist immer so katastrophal, als wenn das eingeplant ist, dass das katastrophal ist, dass eben die Kosten so gering gehalten werden, dass nämlich die Projekte überhaupt laufen und dass sich dann immer hinterher herausstellt, ja, es wird immer teurer. Also es ist wirklich immer so. Also von daher denke ich mir, zum Beispiel in England ist es ganz normal, dass eine Planung fantastisch ist und deswegen geht auch diese ganze Sache immer zu den Kosten, die geplant wurden, auch durch. Hier in Deutschland geht es nicht. Warum? Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir weiter, und du hattest vorhin angesprochen, Martin, zum Beispiel diese Planfeststellungsverfahren einfach neu zu reformieren oder sowas. Genau, und so eine Sachen, also dass wir nicht nur Dinge auflisten, was ist jetzt alles geschehen, sondern was lernen wir da draus und welche Konsequenzen ziehen wir daraus oder welche Lösungswege haben wir eben allgemein, um Großprojekte demnächst, sagen wir mal so, für den Bürger nicht so kostenintensiv zu gestalten. Danke, schönen Abend noch. Ja, dazu ganz kurz zu diesen Kosten und den Planungen und wie das am Anfang aussieht. Wir haben ein Zitat gefunden von Meinhard von Gerkern, das ist der Architekt des Flughafens. Der hat ein... Er nicht selber. Er nicht selber, aber sein Büro. Er hat ein Buch geschrieben und in diesem Buch kommt folgende Passage vor zu diesen Planungskosten. Zitat, ich kenne kein größeres Bauvorhaben und damit meine ich besonders öffentliche Bauvorhaben, das von Anfang an in einer für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Art und Weise mit realistischen Zahlen verbunden worden wäre. Das ist Standard in Deutschland und da haben wir noch viel zu tun. Und das besprechen wir jetzt beim Wein, glaube ich. Ja, vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Draußen ist Essen und Trinken aufgebaut und Herr Ugarte und Herr Delius, und ich hoffe, Sie alle hier stehen dann noch beisammen.